Schön, dass ihr da seid, oder Sie und ihr, trotz der doch sehr starken Konkurrenz, die wir haben, die sowohl andere Workshops betrifft, es gibt ja noch ein paar andere parallel liegende Workshops, die auch sehr spannend sind, und eine Demonstration. Ich freue mich aber, dass ihr den Weg hierher geschafft habt, und freue mich auch auf die gemeinsame Veranstaltung und die Diskussion. Ich muss gleich vorweg sagen, dass ich Ulrich Schneider entschuldigen soll, weil der sehr kurzfristig wegen von ihm nicht verschuldeter Terminkollision sozusagen abgesagt hat. Das ist sehr schade, weil uns damit sozusagen die Perspektive eines kämpferischen Wohlfahrtsverbandsvertreters fehlt. Ich bin mir trotzdem sicher, dass wir zu dritt das unheimlich gut hinkriegen, dass wir kompetent sind und dass wir mit euch, die ja auch viele Kompetenzen mitbringen, eine gute Veranstaltung zu Menschenwürde und Sozialstaat jenseits von Sanktionen und Zumutbarkeitszwang hinkriegen werden. Mein Name ist Corinna Genschel, ich bin Mitarbeiterin der Bundestagsfraktion Die Linke und arbeite da in einem Bereich, der nennt sich Kontaktstelle Soziale Bewegungen, und habe in der Funktion, also ich mache das seit 12 Jahren, viel natürlich immer wieder mit erwerbslosen Protesten, erwerbslosen Bewegungen, mit Bewegungen um soziale Rechte zu tun. Und ich freue mich sehr, hier bei mir begrüßen zu können Inge Hannemann aus Hamburg bzw. Lüneburg, die ihr wahrscheinlich alle kennt, die viele Jahre von 2005 an im Jobcenter Hamburg-Altona gearbeitet hat. War es Altona? Oder in verschiedenen? 6 insgesamt. Okay. Also immer, wenn ich unbequem wurde, wurde ich in ein anderes Jobcenter versetzt. Okay. Genau, also damit hat sie sich schon auch vorgestellt. Wir kennen sie auch daher, weil sie quasi als Kritikerin am Jobcenter-Praxen, dem Regime Hartz IV, bekannt geworden ist. Es gab dann Arbeitsrechtsauseinandersetzungen und so weiter. Am Ende hat sie das Jobcenter verlassen müssen, ist zwischenzeitlich Abgeordnete der Bürgerschaftsfraktion der Linken in Hamburg gewesen. Da bist du letzten Sommer, hast du aufgehört und machst jetzt weiter deine Hartz IV-Beratung, Erwerbslosenaktivismus und so weiter. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Und links von mir ist Micha B. aus Berlin, der seit vielen, vielen Jahren, also eigentlich seit Beginn von Hartz IV, Erwerbslosenproteste und Hartz IV-Proteste mitorganisiert, viele Jahre in einer selbstorganisierten Erwerbslosengruppe namens BASTA im Wedding, die Begleitung zum Jobcenter macht, organisiert, Begleitung zu Sozialgerichtsterminen, die Beratung selber anbietet und auch Initiativen für politische Kampagnen und so weiter übernimmt. Micha B. wird nachher erzählen, uns nochmal genauer erzählen, was er jetzt macht. Also BASTA gibt es weiter, aber Micha B. macht jetzt was anderes. Armut, Unsicherheit und Entmündigung prägen den Alltag von immer mehr Menschen. Ich würde sogar sagen, der Gesellschaft. Also nicht nur Menschen, sondern der Gesellschaft und dem Gesellschaftsbild. In einem Land mit wachsendem Bruttoinlandsprodukt sichern sozialstaatliche Leistungen gerade nur noch so das Leben, also in einem reichen Land. Würde und gesellschaftliche Teilhabe werden zum Luxus, beziehungsweise werden strukturell unterlaufen. Wir kennen sozusagen die Stichworte aus den Medien, aus der Debatte, aus unserem Aktivismus. Knapp 4 Millionen Kinder leben in Armut. Wachsende Ungleichheit gibt es in Bezug auf Einkommen, Steuerlast, Vermögen, und sogar der IWF hat das schon mal bemängelt. Also nicht nur die einschlägigen Armutsforscherinnen und Wohlfahrtsverbände und linke Aktivistinnen sagen das. Und es gibt eine immer mehr wegbröselnde soziale Infrastruktur. Das heißt, kann nicht mehr so einfach in Freibad gehen, weil das privatisiert wird und teurer wird. Man kann nicht mehr so einfach ÖPNV benutzen, weil der auch sozusagen wegbricht und so weiter und so fort. Sogar die Süddeutsche Zeitung hat am Samstag in einem ihrer Leitkommentare darauf aufmerksam gemacht, dass Armut ein Problem ist, was sie sozusagen nicht so oft macht. Ich zitiere jetzt, jetzt muss ich gerade gucken, wo ich das geschrieben habe, sorry.
und hat gesagt, Armut bestens erforscht, aber unsichtbar, wie auch die Menschen in prekärer Lage. Für die Demokratie ist es eine Gefahr. Gleichzeitig nimmt der Druck, aber, und das ist jetzt nicht mehr die Süddeutsche, gleichzeitig nimmt der Druck auf Erwerbslose aber stetig zu und auf prekär Beschäftigte, sowohl materiell, also finanziell, als auch ideologisch im Sinne der Rechtfertigung. Warum sind Sie noch in Hartz IV? Warum machen Sie dieses nicht und was, warum machen Sie das nicht? Das heißt, nicht nur das Geld und die Infrastruktur, fehlt für ein würdiges Leben, sondern das Sanktionsprinzip, Sanktionspraxis setzt sozusagen auch noch einen drauf. Fast 1 Million Sanktionen gab es gegen Hartz IV-Beziehende, davon 310.000 Familien mit Kindern. Über ein Drittel der Sanktionen mussten nach Einsprüchen oder nachdem Rechtsmittel eingelegt wurden, zurückgenommen werden. Und während es im Frühsommer sich aber so andeutete, dass zumindest die Sanktionspraxis bei unter 25-Jährigen abgeschwächt würde, wie es einige Sachverständigen und Politikerinnen in einer von der Linken im Bundestag beauftragten oder beantragten Anhörung zu den Sanktionen, wie das da rauskam, und obwohl auch Nahles Anfang des Sommers noch so versprach, pressewirksam versprach oder großspurig versprach, dass vielleicht doch die Sanktionspraxis für unter 25-Jährige abgeschafft, abgemildert, sonstiges würde, ist davon nichts mehr zu hören. Anfang September kassierte sozusagen das SPD-geführte Arbeitsministerium diesen Vorstoß aus der Partei, muss man ja sagen, der SPD, wieder ein, was die Anfrage der Grünen an das Ministerium ergab. Offen ist jetzt noch nur noch die Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht zur Verfassungswidrigkeit der Sanktionspraxis. Es gibt einen Beschluss, ein Urteil sozusagen aus Gotha vom Sozialgericht, das gibt es seit 2016 und erwartet wird, dass das Bundesverfassungsgericht über die Verfassungswidrigkeit der Sanktionspraxis, weil sie dem Menschenwürdeprinzip nicht entspricht, darüber entscheidet im Herbst. Es wird schon seit Monaten angekündigt, dass es im Herbst irgendwann kommt. Ich freue mich, dass wir eigentlich, also jetzt hier auch sehr zentral gesetzt, die dringende Frage des Verhältnisses von Menschenwürde, die Würde des Menschen ist unantastbar, steht ja im Grundgesetz, die Frage der gesellschaftlichen Teilhabe zum real existierenden Sozialstaat heute diskutieren können. Hier auf dem Podium und gemeinsam mit euch. Wir haben mit beiden, das habe ich ja vorhin schon eingangs erwähnt, sehr kompetente Aktivisten, Aktivistinnen, die sozusagen aus der Praxis, die aus dem realen Leben, aus dem Leben des Aktivismus und der Behörde sozusagen wissen, was Sanktionspraxis, was das Hartz-IV-Regime, ist ja nicht nur die Sanktionspraxis, mit Menschen macht und auch mit ihrer Würde und auch mit der gesellschaftlichen Teilhabe und den Möglichkeiten, aktiv zu werden. Wir wollen natürlich heute nicht nur über den Stand sozusagen reden, was macht es eigentlich mit Menschen, was ist da wie schlimm dran und wie verhindert es sozusagen gesellschaftliche Teilhabe und behindert sozusagen auch ein würdevolles Leben. Also wir wollen nicht nur über die schwierige Situation reden und da die Perspektiven zusammentragen, sondern wir wollen dann in der zweiten Runde, und das wird dann wahrscheinlich auch für uns alle die sehr spannende Runde sein, darüber reden, den Bogen spannen zu den Alternativen und den Einstiegspunkten in Alternativen. Was ist der Stand der Erwerbslosenproteste dazu? Wo gibt es Vorschläge für politische Initiativen? Was sind die Schwierigkeiten? Und was bedeutet es auch, also wie können wir auch was auf den Weg bringen, genau in der Kooperation von Erwerbslosenprotesten der Linken? Und ich hätte mir jetzt auch gewünscht, aus der wohlfahrtsstaatlichen Perspektive, Wohlfahrtsorganisationen, aber gut, das können wir dann vielleicht gemeinsam in der Diskussion zusammentragen.
In der dritten Runde, wenn wir dafür die Zeit haben, aber vielleicht auch, wenn ihr dazu noch mehr wissen wollt, ich bin sehr aktiv im Moment in einer Initiative, die heißt Unteilbar. Das ist für eine Großdemonstration am 13. Oktober in Berlin, die versucht, die Unteilbarkeit der Menschen und Grundrechte zum Thema zu machen. Und mir wäre sehr daran gelegen, wenn wir vielleicht am Ende, wenn ich von euch beiden, aber wir auch zusammen nochmal diskutieren können, wie die Frage der sozialen Rechte da sozusagen sichtbar und präsent gemacht werden kann. Im Aufruf steht sie drin, geht aber natürlich auch darum, sie präsent und sichtbar und kämpferisch einzubringen. Ich würde jetzt Inge bitten, den Anfang zu machen, um aus ihrer Perspektive, sowohl der langjährigen Perspektive und des Wissens um die Praxis in einem Amt, in einer Institution, als auch aus deiner Beratungspraxis uns ein bisschen vom Stand, also vom Verhältnis Sozialstaat und Menschenwürde zu berichten. Und ja, ich übergebe dir das Wort, danach wird Micha sich anschließen und dann kommen wir danach zu der Frage der Interventionspunkte, Veränderungsmöglichkeiten, Transformationen. Danke. Ja, hallo. Also es gibt natürlich ganz viel dazu zu sagen, und wer mich kennt oder auch in den sozialen Netzwerken verfolgt, der kann natürlich auch lesen, dass meine Kritik an dem Hartz-IV-System sehr, sehr groß ist. Vielleicht nicht immer objektiv, aber das macht nichts, weil das System im Gesamten, und da bleibe ich bei meiner Meinung, ist einfach menschenunwürdig. Wir müssen ein bisschen hier unterscheiden zwischen System Hartz IV dann, und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dann, wir haben natürlich in den Jobcentern, gibt es empathische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das muss man schon einfach mal sagen, die sich bemühen, nicht zu sanktionieren, die sich bemühen, nett zu sein, die sich bemühen, auf die Betroffenen also zuzugehen und sagen, ja, nimm dir eine Auszeit, ja, ich zahle dir eine Qualifizierung, dann nein, du musst nicht in diesen 1-Euro-Job gehen, natürlich nicht. Also das gibt es schon. Das ist gar nicht meine Kritik. Meine Kritik daran aber ist trotzdem, dass selbst die nettesten, empathischsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich natürlich diesem System fügen müssen. Und wer sich nicht fügt, und das sind meine jahrelangen Erfahrungen, auch bis heute habe ich ja Kontakt zu meinen Ex-Kolleginnen und Kollegen bundesweit, in den Jobcentern auf jeder Hierarchiestufe, auch in den Arbeitsagenturen, auch nach Nürnberg hin. Wer das nicht tut, wird zum Teil einfach nicht entfristet. Wir haben ja rund 10% befristete Verträge innerhalb der Jobcenter. Das ist immer eine Quote, die blieb von Anfang an gleich. Wir haben in manchen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen, da kommen wir schon auf 20-25%. In Hamburg nur 10%, entspricht genau das. In Lüneburg jetzt so 5%. Ja. Aber der bundesweite Durchschnitt liegt eben bei 10%. Also werden diese eher nicht entfristet. Auffallend ist auch, dass Mitarbeitern, die das ganzheitliche oder den ganzheitlichen Ansatz umsetzen wollen, also gerade die klassischen Sozialpädagogen oder auch sonstige Pädagogen, die kommen hochmotiviert in das Jobcenter und nach 6 Monaten merken sie, das funktioniert gar nicht. Ich kann dieses Konzept nicht umsetzen, weil das gar nicht gewollt ist. Der Clou aber daran ist, dass wir diese Konzepte innerhalb der Jobcenter haben. Die sitzen oder liegen in Nürnberg, die werden auch mal geschult in so Tandem-Programm. Die Mitarbeiter sollen das dann weiter in die Jobcenter einbringen, aber es wird nicht umgesetzt. Ja, also ist das eher einfach, wie ich immer so schön sage, eine leere Hülle, damit das nach außen gut wirkt, dass die Bundesagentur für Arbeit was zu sagen hat, wie toll wir arbeiten und wir sind ja gar nicht so schlimm. Aber es ist halt doch nicht so. Was auffällig ist, je größer die Kritik von außen ist, es ist jetzt egal, ob das durch die Politik ist, Sozialverbände, durch Aktivisten, durch Betroffene, umso mehr wird innerhalb der Jobcenter, das zeigen mir diese ganzen Rund-E-Mails aus Nürnberg von den Geschäftsführungen der Jobcenter auch an die Mitarbeiter bis heute, interveniert, wir sind gut, wir machen gute Arbeit, ja, also St. Hubertus, also Herr Heil, hat ja so eine Jobcenter-Tour jetzt mal gemacht, war unter anderem auch in Hamburg und dort hat
mich dann eine Ex-Kollegin live zugeschaltet, ja, und er hat dann so gesagt, so, ihr macht tolle Arbeit, ihr macht gute Arbeit und was nach außen an Kritik ist, das ist ja gar nicht so, das sehe ich schon, ja, aber es ist so, die Kritik, die ich lese, die ich höre von Betroffenen, die haben ihre Berechtigung, ja, und die ist wichtig. Ja, und ich sage immer, wir müssen viel, viel lauter werden, insbesondere die Betroffenen, viel mehr öffentlich werden, auf die Straße gehen, ruhig mal die Medien einschalten, weil das System Hartz IV, das raubt einem die Menschenwürde. Und da ist es egal, ob ich jemand habe, der ungelernt ist oder einen Prof habe. Nach 6 bis 12 Monaten haben sie mir alle gesagt, Frau Hannemann, mein Leben ist kaputt, ich bin abgestempelt. Ja, hier vorne auf der Stirn muss wohl irgendwie Hartz IV stehen, dann mich stellt keiner mehr ein, dann und meine Freunde verlassen mich. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, was die Menschen haben, diese immer größer werdende Einsamkeit und diese Stigmatisierung. Es ist gar nicht der zu niedrige Regelsatz, der ist natürlich weitaus zu niedrig. Aber wenn man sich mit den Betroffenen unterhält, sagen sie als erstes, das ist die Stigmatisierung, es ist das Verlorengehen meiner Rechte, ja, und es ist die Ohnmacht gegenüber einer Behördengewalt, die mir gegenüber sitzt, die zum Teil ja sogar 25 Jahre jünger ist als ich, die gerade mal von irgendeiner Hochschule kommt oder von einer Lehre und mir zu sagen hat, was ich machen muss. Und wenn ich es nicht mache, dann kann ich meine Wohnung verlieren, dann habe ich vielleicht nichts zum Essen so richtig, ich kann meine Krankenkasse verlieren, weil man mich ja auf null sanktionieren kann. Ja, und dann kommen so schlaue Männer und Frauen, aber mehr Männer stelle ich immer fest, aus der Politik, aus den Jobcentern, die sagen, ja Moment mal Frau Hannemann, Sie betreiben ja immer Populismus. Keiner verliert die Krankenversicherung, keiner verliert die Wohnung. Ja Mensch, was ist denn das, wenn ich auf 100% sanktioniert werde, über 3 Monate? Ja, soll ich mir die Blöße antun und mir Lebensmittelgutscheine holen? Sicher nicht. Ja, und dann wird vergessen, dass mit diesem Lebensmittelgutschein kann ich keinen Bus fahren. Der wird Sie doof angucken und sagen, was ist das? Ja, mit dem Lebensmittelgutschein komme ich auch nicht an Medikamente dran, wenn ich zuzahlen muss. Und für manche sind Medikamente einfach lebensnotwendig. Ja, also es ist dieses ganze Paket, ja, was den Menschen wirklich die Rechte und damit auch die Menschenwürde einfach raubt, entzieht. Ja, und deswegen... Wir müssen einfach noch lauter werden. Ich weiß nicht, wie viel ich noch schreien soll durch die sozialen Netzwerke. Ja, und da mache ich jetzt gleich mal einen Werbeaufruf. Jetzt kommt der Werbeblock. Ich brauche euch dazu. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, das machen wir nachher. Wir haben nachher auch nochmal eine Runde, was man gemeinsam tun kann, an welchen Schnittstellen. Es wird ja an vielen Stellen was gemacht, aber das nehme ich schon mal gleich für später auf. Das, was ich jetzt von dir, von deinem sehr emphatischen Reden und Erfahrung höre, ist, dass A, die Menschenwürde, also Menschenwürde betrifft ja immer Menschen individuell auch, also die Menschenwürde individuell sozusagen richtig untergraben wird, aber es ist ja auch eine Botschaft drin, das höre ich jetzt bei dir auch raus, eine Botschaft an die Gesellschaft, dass die Menschenwürde nicht zählt. Ne? Das hören auch diejenigen, die jetzt gar nicht beim Amt in Anführungsstrichen sind. Ich glaube, das ist nochmal wichtig im Verhältnis von Sozialstaat und Menschenwürde, das sozusagen zusammen zu denken. Dann würde ich jetzt an Micha weitergeben, aus deiner Erfahrung mit den erwerbslosen Protesten und der Organisierung sozusagen, dagegen würde mich jetzt nochmal dein, was denkst du, wenn du an Menschenwürde und Sozialstaat denkst, was habt ihr dazu gemacht, also was ist sozusagen deine Perspektive darauf? Wir sind jetzt nicht als BASTA eine Erwerbsinitiative, die sich sozusagen distinguiert sozusagen zuerst irgendwie um Proteste kümmert. Also wir versuchen das sozusagen ein wenig auszuweiten und ich glaube, das finden wir auch wichtig sozusagen, dass man uns irgendwie nicht darauf reduziert. Aber ich würde eigentlich kurz vielleicht mit den Stichworten anfangen sozusagen zu den Rechten, also das, was sozusagen jenseits von der sozusagen nicht
nicht gesellschaftlichen Akzeptanz oder sozusagen der Geringschätzung der Erwerbslosen, besonders der Hartz-IV-Empfänger, eine Rolle spielt, sind natürlich schon sozusagen die knallharten materiellen Geschichten, die da sozusagen mit reinspielen. Also die Höhe des Regelsatzes, der mit 400 und ein bisschen Euro sozusagen nicht ausreicht, logischerweise das Einstampfen der einmaligen Leistungen, die es damals bei der Sozialhilfe vor der Einführung von Hartz IV noch gab, also dass man, wenn man eine Waschmaschine kaufen will, sozusagen das extra gekriegt hat. Dann sind es die Senkung der Kosten der Unterkunft, das ist die Miete, die nur zu bestimmten sozusagen Höhe pro Kommune wird das festgelegt, sozusagen übernommen wird und das Unangenehme einfach ist, wenn man da ein bisschen darüber liegt, wir kennen alle den angespannten Wohnungsmarkt, dann muss man nach 6 Monaten sozusagen die Kosten der Unterkunft senken und das ist für natürlich für die Leute sozusagen schwierig bis zu einer Katastrophe, weil was soll man machen, soll man seine Wohnung untervermieten, Teil davon oder und so weiter und so fort, was fällt einem da ein? Besonders bei alten Leuten würde das wahrscheinlich überhaupt nicht gehen. Irgendwie die meisten, wenn es funktioniert, nehmen das dann aus dem schon sozusagen gering bemessenen Regelsatz, in dem keine Proposition sozusagen, der schon runtergerechnet ist von, was sagt der paritätische Wohlfahrtsverband, 540 müsste er sein. Er ist nur bei 400 und aus diesen geringen Sätzen nehmen dann die Leute, die die Kosten der Unterkunft senken müssen, den Teil, der ihnen nicht vom Jobcenter erstattet wird. Dann gibt es natürlich die große Geschichte der Sanktionen, darauf wurde schon eingegangen. Was noch sozusagen problematisch ist, ist die Konstruktion der Bedarfsgemeinschaften, also dass Leute, also das Prägende an der ganzen Geschichte, wenn zum Beispiel ein Pärchen zusammen wohnt, nicht verheiratet ist, werden sie de facto sozusagen als Einstehensgemeinschaft genommen. Das heißt sozusagen vor dem Recht in diesem Land sind sie sozusagen, haben sie jetzt nicht die Vorteile, weil sie nicht verheiratet sind, aber im Hartz-IV-Satz sozusagen müssen sie dann aber die Pflichten übernehmen, indem sie voreinander aufkommen müssen. Also wenn einer davon arbeiten geht sozusagen, obwohl sie nicht verheiratet sind sozusagen, wird dann das Gesamteinkommen der Bedarfsgemeinschaft gerechnet, was eigentlich ja natürlich nicht geht und das ist einer dieser Geschichten, die das alles sozusagen, das nicht so präsent ist, aber sozusagen ist es noch sehr verschärft. Dann ist es die Geschichte mit der Ortsabwesenheit, dass man de facto an den Wohnort gebunden ist irgendwie und nur 20 Tage im Jahr, Kalendertage, sozusagen weg sein darf. Also de facto eine Residenzpflicht, der man aufgelegt wird und das ist ja für die freie Bewegung und sozusagen nicht unbedingt das, was man in einer freiheitlichen Demokratie so erwartet. Aber das ist dann sozusagen bei Erwerbslosen schon so. Dann gibt es die Eingliederungsvereinbarung noch. Also ich versuche das jetzt, wenn es zu lange wird, musst du sagen, irgendwie ich höre dann auch schlagartig auf. Dann gibt es noch die Eingliederungsvereinbarung. Das ist auch so eine lustige Konstruktion, irgendwie als das sozusagen die Jobcenter mit dem Erwerbslosen. Ich rede jetzt die ganze Zeit über Hartz IV, also Arbeitslosengeld II, nicht das da. Das ist sozusagen die Konstruktion eines Vertrages zwischen Jobcenter und Hartz-IV-Empfänger, in dem beide Seiten irgendwas über sozusagen Maßnahmen reinschreiben, was sie denn dafür tun, dass derjenige welche in Arbeit kommt. Das Machtgefälle ist natürlich eklatant irgendwie und das Jobcenter schleift sowieso bloß das rein, was sowieso die Bundesagentur zur Verfügung stellt, also irgendwelche Internetportals etc. bla bla. Und für die Erwerbslosen werden dann entweder irgendwelche Maßnahmen oder die Höhe von sozusagen Bewerbungen festgelegt. Es gibt dann manchmal die absurden Zahlen von 20 pro Monat, wo dann jeder weiß, was soll das. Das Unangenehme an dieser Geschichte ist einfach irgendwie, dass das irgendwie ein Vertrag sein soll und wenn man den unterschreibt, sozusagen, ist man da drin gefangen irgendwie und kann nichts mehr dagegen machen und Leute, die sich vorher nicht erkundigen, können dadurch sozusagen in diese aktivierende Arbeitsmarktpolitik reinkommen, die mit der Zeit dann sozusagen sehr unangenehm wird. Und kann sich dann nicht mal mehr per Gericht sozusagen oder Widerspruch wehren. Das ist dann noch so ein kleiner Fallstrick. Ja gut, zu den Maßnahmen muss ich, glaube ich, dann weiter nichts sagen. Die sind ja auch hinlänglich bekannt. Zur Infrastruktur, das hatte ich jetzt so verstanden, sozusagen die soziale Infrastruktur, die mit der Erwerbslosigkeit zu tun hat. Also Beratungsstellen zu Hartz IV sind natürlich sehr, also sind dünn gesät. Und wenn, dann gibt es sozusagen keine irgendwie größer organisierte Form davon, als dass man sozusagen auf irgendetwas aufbauen könnte, wo nachhaltig was passiert. Meistens sind das irgendwelche Projekte von Sozialverbänden oder kirchlichen Organisationen, wo alle natürlich prekär beschäftigt sind und
Also es gibt nichts, wo man sagen kann, da gibt es jetzt die Infrastruktur, darauf kann man sich sozusagen so zurückberufen. Und das ist auch etwas, was sozusagen allein nur wegen Beratungsgeschichten vom Staat dem Bürger bereitgestellt wird, weil das ist ein Hartz-IV-Empfänger ja noch ist, als dass er sich sozusagen wenigstens, bevor er sich mit dem Amt ins Benehmen setzt, sozusagen informieren könnte. Das gibt es alles einfach nicht. Und dann natürlich die allseits bekannten Tafeln, wo dann sozusagen halt der Sozialstaat die Verantwortung für die Ernährung und die exorbitant runtergesetzten Regelsätze einfach der Privatheit, des Almosendienstes sozusagen, sozusagen der Bürger der Zivilgesellschaft dann überlässt. Das ist natürlich sozusagen auch eine vollkommene Katastrophe, dass ein moderner, zivilisierter Staat sozusagen mit solchen Methoden anfängt, um die Grundbedürfnisse sozusagen der bestimmten Schicht in der Gesellschaft zu decken. Aber das hat sich etabliert, die Leute nutzen das, die brauchen das und da kann man auch von unserer Seite das kritisieren, dass es so ist, de facto sozusagen hilft es irgendwie und von daher ist es okay, aber muss es natürlich öffentlich anprangern, dass der Staat Sozialleistungen jetzt nicht de facto privatisieren dürfte. Aber es existiert schon seit Jahren, also seit, ich weiß jetzt nicht, wie lange es die Tafeln schon gibt, 10, 12, irgend sowas in dem Dreh, gibt es das alles schon und es ist sozusagen zur Normalität in diesem Land geworden. Was ich immer noch gerne mache, ist sozusagen, um einfach zu verdeutlichen, immer diese mediale Darstellung, es würde ja in diesem Land genügend Arbeitsplätze geben und auch wieder das Bild transportiert, dass sozusagen der Erwerbslose einfach nur zu faul, zu dumm, zu viele Defizite, Schulden, Drogen etc. hätte. Und wenn man das irgendwie individuell bei ihm bereinigen könnte, dann würde er sozusagen ja schon eine Arbeit finden. Und habe ich mir immer einen Spaß gemacht, sozusagen vor ein paar Jahren für Berlin mir die Arbeitslosenzahlen rauszusuchen, die sozusagen offiziell pro Monat herausgegeben werden. Und da werden auch pro Monat sozusagen die offenen Stellen, die im Amt bei der Arbeitsagentur sozusagen gemeldet sind, rausgegeben. Und da klafft sozusagen ein eklatantes Missverhältnis. Und eigentlich würde es schon reichen, wenn man bloß diese beiden Zahlen immer in den Raum steht, um die ganze Propaganda, die dahinter steckt, sozusagen einfach, sie müsste einfach sozusagen schlagartig verstummen, weil theoretisch sind ja Zahlen was sehr Exaktes. Also wir haben im August 2018 in Berlin 158.000 Arbeitslose gehabt. Davon, der Paritätische sagt sozusagen immer, ein Drittel davon sind noch die Leute, die Arbeitslosengeld 1 bekommen. Das sind also die, die in der Arbeitslosenversicherung sind. Und zwei Drittel davon sind eigentlich die Hartz-IV-Empfänger. Ich glaube, für Berlin ist die Zahl der Hartz-IV-Empfänger viel größer. Ich glaube, das waren nur 10 oder 15%, die überhaupt noch Arbeitslosengeld 1 bekommen. Also wenn man über Erwerbslosen, Arbeitslose redet, sollte man eigentlich de facto von Hartz-IV-Empfängern, Arbeitslosengeld 2-Empfängern reden. Also es war mir damals auch neu, dass sozusagen ich dachte immer sozusagen, normalerweise gibt es viel mehr Arbeitslosengeld 1-Empfänger, also die dann für die normalen Arbeitslosen und die anderen, das wäre eine kleinere Zahl. Nee, das ist sozusagen eigentlich komplett umgedreht, was erstaunlich ist. So, und für diesen August 2018 gibt es in Berlin sozusagen sage und schreibe 26.000 offene Stellen. Bei 158.000 Arbeitslosen, ich mache mir den Spaß auch dann immer sozusagen das mal prozentual auszurechnen, also wenn man alle freien Arbeitsstellen besetzen würde, würden 17% der Arbeitslosen dieser Stadt eine Stelle haben, alle 83 anderen Prozent. 120.000 werden immer noch arbeitslos. Und das reicht ja eigentlich schon sozusagen, um darzustellen, dass das Problem Erwerbslosigkeit jetzt kein individuelles ist, was man selbst verschuldet, weil man zu unfähig ist, sondern dass es ein gesellschaftliches Problem ist, das sozusagen durch Statistik, die dann von der Arbeitsagentur noch rausgegeben wird, auch nochmal so schön unterstrichen wird. Jetzt würde ich ganz versuchen, wenn es noch geht, noch sozusagen... Ich selbst bin eigentlich nie in den Genuss des Sozialstaates westdeutscher Prägung gekommen. Den kennt man ja so aus Erzählungen aus den 80er Jahren. Da habe ich noch in der DDR gelebt, sozusagen bin da groß geworden und kenne das alles erst seit den 90ern. Habe dann irgendwann mal erste Erfahrungen mit dem Sozialamt gemacht. Das war aber in den 90ern schon eigentlich sozusagen so eine kleine Vorstufe von Hartz IV. Also auch da gab es, glaube ich, die Bewerbung, die man schreiben musste. Man wurde in Arbeit vermittelt und, und. Dann hatte ich sozusagen kurze, prekäre Beschäftigung, wie das in meiner Generation scheinbar so üblich ist, irgendwie so 3 Jahre und dann wieder nicht. Dann bekam man ein Jahr Arbeitslosengeld 1 und dann sozusagen war dann auch schon die Zeit erreicht, sozusagen
dass ich dann bei der Einführung von Hartz IV 2005 im zweiten Halbjahr sozusagen auch gleich Hartz IV bekommen habe, weil mein ein Jahr Arbeitslosengeld war da vorbei und ich kenne das Problem dann eigentlich sozusagen seit damals schon. Und das hat dann sozusagen nochmal dieselben Durchlauf gemacht mit einer Arbeitsstelle und einmal Arbeitslosengeld 1. Und seit dem Zeitpunkt sozusagen bin ich eigentlich durchgängig nur prekär beschäftigt. Irgendwie hab eigentlich nur Aushilfsverträge für Menschen, die krank sind, wenn sie denn mal krank sind oder zu alt. Also von daher, der Sozialstaat, den kenne ich gar nicht so richtig. Ich finde auch, dass der Sozialstaat westdeutscher Prägung irgendwie, glaube ich, auch in die heutige Zeit nicht mehr so richtig passt, weil ich glaube, der hatte seine Ursache und seine Verhältnis zu heute doch sozusagen sehr, sehr, na, üppig will ich jetzt nicht sagen, aber sozusagen doch vielleicht besser. Also ich kenne Erzählungen von Menschen, die sagen, sie sind damals zum Sozialamt gegangen, da haben sie ihr Geld gekriegt, dann wurden sie in Ruhe gelassen. Also so ist es heute jetzt nicht mehr. Und der hat natürlich auch was dazu, dass es sozusagen in den 80ern noch diesen Systemkonflikt zwischen West und Ost gab. Und ich glaube, der Westen sich das nicht leisten konnte, sozusagen genau das einzuführen, was er dann eingeführt hat, als es das nicht mehr gab, weil dann wären Menschen auf komische Ideen gekommen. Nach der Einführung von Hartz IV, nach der Einführung von Hartz IV sozusagen, gab es in Berlin eine Initiative, die hieß Keiner muss allein zum Amt, das war so die erste Reaktion aus linken außerparlamentarischen Kreisen sozusagen, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Es ging im Kern darum, Leute den Weg zum Amt zu erleichtern, indem man sozusagen Begleitbeistände sozusagen mitschickt. Das hat er aber leider sozusagen nach einigen Jahren, sozusagen ist es leider in sich, dann hörte es auf sozusagen mit der Initiative und eigentlich war das so ein kleines bisschen nach ein, zwei Jahren danach die eigentlich so die Ursache, warum dann Basta entstanden ist. Und Basta sitzt im Wedding, wir machen sozusagen Beratung und Begleitung dreimal in der Woche, jeweils 3 Stunden oder länger, wenn zu viele Leute da sind, beraten wir und wenn die Ressourcen es hergeben und wir das organisiert bekommen, dann versuchen wir auch Leute sozusagen, wenn es notwendig ist, mit den Leuten zum Amt zu schicken, damit sie, und das ist die Idee dahinter, sozusagen relativ stressfrei sozusagen ihr Geld vom Jobcenter bekommen. Dabei hört das aber sozusagen nicht auf, sondern weil wenn man das nur machen würde, dann würde man sozusagen immer mal auch nicht mehr durchhalten, nach ein, zwei Jahren, dann kann man das nicht mehr sozusagen und wir hatten immer sozusagen schon den Anspruch, eine politische Arbeit zu leisten und das ist ja eher bessere Sozialarbeit und die Idee ist sozusagen, dass auf diese Beratung und Begleitung sozusagen die politische Arbeit dann aufsetzt. So, und da holen wir uns sozusagen nach der Beratung von den Leuten die Kontaktdaten, dass wir dann sozusagen einen Kontakt haben, mit dem wir dann sozusagen reden können. Die Idee dahinter ist sozusagen, dass Aktivisten, Menschen, die die Idee haben, mich mit dem Thema Erwerbslosigkeit politisch auseinanderzusetzen, den Rahmen dafür schaffen, dass die Erwerbslosen politisch selbst sozusagen in die jeweiligen Prozesse und in die Geschichten, die sie angehen, sich einmischen können. Das ist sozusagen die Grundidee. Kurz noch zu der Frage von Würde. Ja, ich habe bloß immer sozusagen so ein kleines Problem mit dem, also ist mir ein sehr moralischer Begriff und ich habe immer so das Gefühl, wenn sich sozusagen die Diskussion darauf reduziert, dass es sozusagen so eine Gabe an den Einzelnen ist, dass ihm etwas sozusagen aus Nettigkeit gewährt wird. Und da habe ich so ein kleines Problem mit, weil das ist so ähnlich, als wenn wir als Erwerbslosen anfangen, Missstände zu skandalisieren, aber dann bei der Skandalisierung und bei dem Protest aufhören und dann die Lösung der Probleme sozusagen irgendwelchen anderen Leuten in die Hände geben, die, und wir sozusagen wären eher sozusagen dafür, dass, und da ist es dann schwierig immer sozusagen, nur die schlechte Situation zu beschreiben, sondern ich finde es dann irgendwie auch wichtig, irgendwie sozusagen den Erwerbslosen zu einem selbstbewussten, souveränen und politisch reflektierten Person, sozusagen ihm zu helfen, sozusagen dazu zu werden.
was sich natürlich schwierig gestaltet. Ich bin jetzt komme zum Schluss sozusagen. dass sozusagen dieser Ansatz meiner Meinung nach sozusagen auch gerade vielleicht an solche theoretischen Diskussionen anschließt, die gerade auch in der Linkspartei sozusagen geführt werden. Es geht ja irgendwie um eine neue Klassenpolitik, die da diskutiert wird. Und ich hoffe ja nur, dass es sozusagen nicht bei einer Analyse der Klassenstruktur stehen bleibt, sondern auch praktisch wird. Und unsere Arbeit könnte da so ein kleines bisschen irgendwie etwas sein, was sozusagen als Angebot in den Raum gestellt werden könnte für Leute, die das mit Leben erfüllen würden, speziell auch in die Partei hinein, sozusagen einfache Parteimitglieder, die vor Ort etwas tun wollen. Das war's jetzt. Schon den Bogen quasi zur zweiten Runde geschlagen, nämlich was wir tun können. Was, ja, finde ich, bei euch beiden nochmal rausgekommen ist, ist, dass es sowohl Individuen betrifft, als auch die Gesellschaft quasi betrifft und das systemischen Charakter oder systematischen Charakter hat. Das heißt, die Frage stellt sich ja tatsächlich, was sozusagen Erwerbslosenproteste, was Linke sozusagen tun können, um das System, also ich glaube, wir werden uns hier alle im Raum relativ schnell einig sein, Hartz IV muss weg, aber wie das sozusagen wegzukriegen ist, weil wir wissen auch, dass sozusagen die Erwerbslosenproteste nach einer Hochphase des gemeinsamen, also großen bundesweiten Aufstehens sozusagen sich nicht nur aus der Not, sondern weil sich sozusagen viele Fragen auch vor Ort stellen, wie die Begleitung, die Beratung und so weiter, sehr stark auf einer lokalen Ebene sind. Das ist das eine. Das zweite ist, dass sich sozusagen gezeigt hat in den Jahren, seitdem es Hartz IV gibt, dass das System doch sehr widerstandsresistent ist und nicht bereit ist, sozusagen vieles zu verändern. Das heißt, für uns steht ja eigentlich an, ein bisschen strategisch auch nochmal darüber nachzudenken, wo stehen wir eigentlich jetzt als Linke, als Erwerbslosenproteste, als Aktivisten und Aktivistinnen, als Menschenrechtlerinnen, als Bürgerrechtlerinnen und so weiter, wo stehen wir eigentlich gerade und wo könnten sozusagen die nächsten Schritte sein oder wo sind die Schritte sozusagen, das Hartz-IV-System in Teilen, im Ganzen, in der Frage um Menschenwürde oder wie Ulrich Schneider mal gesagt hat, Gleichwürdigkeit, also die Gleichwürdigkeit der Lebensverhältnisse, sagen, das stark zu machen. Ich würde jetzt dich bitten, was vielleicht auch aus deinen Ideen und Diskussionen, was steht für dich eigentlich an und was steht auch an, was müssen wir auch lernen, du hast schon ein bisschen Anfang gemacht, zwischen dem der Kooperation zwischen verschiedenen Akteuren da drin. Wir sind ja sehr unterschiedliche Akteure, was ja auch was Gutes hat, selbstorganisierte Erwerbslose, die sozusagen auch nochmal viel an die Selbst, also an die Aktivität, eigene Stimme bilden. Andere stehen für größere Institutionen und was können wir da, welche Schnittstellen können wir da nochmal stärker machen? Wo ist eigentlich der Ansatzpunkt? Also nicht der Ansatzpunkt, weil den werden wir heute hier nicht finden. Die Ansatzpunkte. Genau. Ich denke, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Und manchmal bin ich, muss ich ehrlich sagen, am Verzweifeln, irgendwie Netzwerke hinzubekommen. Das liegt nicht unbedingt am Wollen, denn viele Menschen wollen, viele haben die Kraft nicht mehr, vielen fehlt natürlich irgendwie das Geld, irgendwo hinzukommen. Und dann kommt aber auf der anderen Seite irgend so ein blödes Kompetenzgerangel. Ja, also die Kompetenz einer Initiative, ja, wir haben die Stärke und das kannst du nicht und wir machen das und wollen aber die nicht dabei und das nicht. Ich bedauere das zutiefst, weil ich finde, wir müssen netzwerken. Wir merken das bei den Linken in Lüneburg. Wir netzwerken in Lüneburg sehr, sehr stark und sind sehr, sehr erfolgreich in allen Bereichen, ob das jetzt der Kampf gegen rechts ist, ob das in Pro natürlich für Geflüchtete ist, also Seebrücke und wer weiß, ja, dass sich da noch alles dann anbindet. Es funktioniert, vor allen Dingen man hat viel, viel mehr Kraft nach außen. Man muss aber auch bedenken, dass gerade Erwerbslose tatsächlich mit sich selbst ganz, ganz stark beschäftigt sind, beschäftigt sein müssen, beschäftigt werden durch die Jobcenter und den Kopf dafür nicht unbedingt haben. Das verstehe ich. Und dann denke ich, gut, mach dein Ding,
Ja, nur schade ist es, dass sich dann diese Menschen, die verabschieden sich dann aus unserer Beratung. Ja, die sind froh, dass wir das irgendwie hingekriegt haben und sagen, oh, pff, geschafft. Ja, die zu halten, das glaube ich, ist eine ganz große Aufgabe der Linken. Ja, und da muss ich auch schon auch Kritik an uns Linke sagen, das schaffen wir derzeit nicht. Ja, und diese Kritik muss sich die Linke auch gefallen lassen. Wir sind mit ganz vielem anderen beschäftigt, natürlich. Wir kriegen die Themen aufgebürdet sozusagen. Das ist die Geflüchtetenpolitik und alles andere fällt sehr, sehr weit zum Teil dahinter. Das ist in meinen Augen schon gewollt. Ja, aber wir müssen agieren und nicht immer reagieren. Ja, und was gar nicht geht, und ich glaube, da ist jeder Einzelne jetzt gefordert, wenn ich mal auf Facebook bin, ich bin nicht mehr auf Facebook, also ich habe keine private Seite mehr, die habe ich geschlossen, weil ich es nervlich nicht mehr ausgehalten habe, diese Hetze, ich habe nur noch diese öffentliche Seite. Es ist in der Regel bekannt, dass die ein Team macht. Die Statements, die da stehen, die kommen von mir und das Team postet, damit ich einfach entlastet werde. Und manchmal antworte ich auf Kommentare, ansonsten antwortet das Team, aber das ist immer erkennbar. Wenn ich dann mal drauf bin, habe ich große Probleme mit dieser Hetze und mit diesem nach unten treten. Und ich kenne zum Teil die Leute und ich weiß, es sind Erwerbslose, wo ich sage, hallo, wir sind alle irgendwo unten. Ja, und manchmal trennen uns nur 12 Monate. Ja, und es ist eine ganz schwache Seite, auf irgendeine Gruppe zu treten, die genauso wenig Geld haben, die eben nicht mehr Geld haben, wie das immer gerade von Rechtspopulisten vertrieben wird, als jetzt jeder, der Arbeitslosengeld 2 kriegt. Und ich glaube, da können wir ein gutes Vorbild sein, wenn wir uns dagegen stellen. Wir müssen uns dagegen stellen. Das ist unsere Aufgabe in der Demokratie. Ja, und jeder, der sich nicht dagegen stellt, der sagt, Inge, du erzählst hier einen Scheiß, so muss ich das jetzt mal sagen, dann, und du unterstützt die Geflüchteten, natürlich unterstütze ich die, weil wir sitzen alle im selben Boot. Ja, und solange die Regierung der Meinung ist, wir müssen hier die Sozialleistung kürzen, ja, und diese bisschen Erhöhung Hartz IV nächstes Jahr. Das ist nichts anderes als eine Kürzung, Leute. Ja, die Stromkosten steigen um ein Vielfaches, die Miete steigt um ein Vielfaches, ja, die Lebenshaltungskosten steigen um ein Vielfaches. Das ist eine Verarschung pur. Ja, und dann wird man natürlich stinkig, das ist klar. Ich werde auch stinkig und ich bin noch nicht mal betroffen. Ja, ich beziehe Arbeitslosengeld 1, wenn Sie da mal zahlen. Ja, also ich kämpfe genauso mit der Behörde wie ihr oder wie sehr viele. Noch macht es Spaß, ja, das ist dann, aber wir müssen es selber vorleben. Und ich glaube, alles andere bringt nichts. Und wir müssen gucken, dass wir Netzwerke hinkriegen. Ja, ich finde das sehr anstrengend, wenn mir eine Initiative sagt, ja, nee, wir wollen uns auf uns fokussieren. Ja, Mensch, um was geht es denn? Geht es ums Thema oder geht es um die Initiative? Leute, es geht doch immer ums Thema. Mir ist es doch scheißegal, ob eine Hannemann der Zeitung steht oder irgendein anderer. Wir müssen die Themen rausbringen. Um das geht es. Ja, und natürlich erscheint man schon eine Hannemann. Bleibt mir ja nichts anderes übrig, ja. Aber der Fokus ist das Thema. Ja, und wenn ich weiß, so einer hat die besondere Kompetenz, super arbeite ich mit Harald Thomé zusammen, Tacheles. Weiß nicht, wer ihn kennt. Ja, wir haben unsere verschiedenen Kompetenzen, Harald und ich, und wir schieben uns hin und her. Ja, ich schiebe ihm Sachen rüber, er schiebt mir Sachen rüber, wir schieben uns die Medien rüber, wir schieben uns die Fälle rüber. Ja, wir tauschen uns aus und so muss das funktionieren, ohne Kompetenzgerangel. Ja, weil wichtig ist der Mensch und Menschen sind wir alle. Ja, und wir alle können irgendwann morgen in Hartz IV fallen und dann haben wir eigentlich schon verloren, wenn wir nicht selbst stark genug werden. Und wenn wir gute Vorbilder sind, also starke Vorbilder sind, glaube ich, können wir auch andere mitziehen. Ja, also ich merke es in Lüneburg, wir können dort mitziehen, das schaffen wir. Ja, es ist Arbeit, es ist sehr, sehr mühselige Arbeit. Aber Leute, ich weiß nicht, wer von euch Kinder hat, ich weiß es nicht. Ja? Da wollt ihr ja auch immer gutes Vorbild sein. Und so müssen wir es für die Gesellschaft auch tun.
vielen Dank. Dranbleiben, vernetzen, austauschen, agieren statt reagieren, hast du gesagt. Ich würde Micha dir jetzt nochmal das Wort geben, um zu sagen, was glaubst du, was ist jetzt der Stand der Erwerbslosenproteste? Das kann man wahrscheinlich gar nicht so sagen. Wo stehen die? Wo gibt es sozusagen Vorschläge, was zu tun? Basta hat ja unter anderem sich mit den Mieterinneninitiativen zusammengetan, um Zwangsräumung zu verhindern. Also in Oldenburg hat sich sehr stark in der Frage Ernährung, Landwirtschaft sozusagen reingeklinkt, um zu sagen, es gibt eine Verbindung zwischen erwerbslosen Protesten und Ernährung, und da machen wir sozusagen eben mit diesen, ich sag mal, Öko-Landwirtschaftsinitiativen mit. Also es gibt ja verschiedene Versuche, das zu tun. Gleichzeitig hast du vorher nochmal ganz stark gemacht, die Selbstorganisierung ist zentral und auch am Thema zu bleiben ist zentral. Was wären sozusagen deine Gedanken kurz, sozusagen, wo es vorangehen kann oder wo gerade interessante Möglichkeiten des gemeinsamen Agierens sind? Natürlich, wäre es schön, sozusagen, wenn man alles gleichzeitig machen könnte, aber sozusagen, da man das nicht kann, muss man Prioritäten setzen irgendwie. Und die Prioritätensetzung sehe ich im Moment daran, dass man sich sozusagen mit seiner eigenen Arbeit sozusagen auch im Erwerbslosenbereich, also bei den Erwerbslosen sozusagen, bei der Basisorganisierung von Erwerbslosen, dass man sich darauf konzentriert. Also ich finde auch, aus vielen Erfahrungen sozusagen halte ich von dieser Vernetzungsflut, die man immer sozusagen einfordert, damit sich etwas ändert, von dem halte ich überhaupt nichts, weil man kennt diese Vernetzungstreffen und es ist eher Zeit, die man irgendwo sitzt sozusagen, wo nichts Produktives bei rauskommt, weil man kennt sich sowieso. Die Sache ist nur die sozusagen, man müsste inhaltlich etwas tun. Und was Inga auch gesagt hat, irgendwie die Leute müssen, bis jetzt ja bald auf die Beratung angespielt, sozusagen in der Beratung dann bleiben. Ja, genau das ist sozusagen ist die Idee gewesen von uns, irgendwie, dass wir gesagt haben, wir bieten den Leuten sozusagen de facto eine Dienstleistung erstmal an, damit sozusagen sie wissen, sozusagen sie, hier werden sie geholfen, sozusagen hier kriegen sie sozusagen Unterstützung, um sich, und das ist die Idee dahinter, sozusagen dieses mickrige Salär, was aber sozusagen wenigstens existiert, sozusagen um entspannt, aber nicht ausreichend sozusagen zu existieren in diesem Land. Und dann sozusagen nicht danach oder irgendwie mal zwischendurch, sondern sozusagen gleichberechtigt dazu sozusagen existiert die Ansprache an die Leute, dass wir uns mit dem Problem von Erwerbslosigkeit politisch auseinandersetzen wollen und sie fragen, ob wir ihre Kontaktdaten bekommen, und in 99% der Fälle kriegen wir die von den Leuten sozusagen, und dann ist der nächste Schritt sozusagen, diesen von mir vorhin schon skizzierten Rahmen zu erschaffen, irgendwie als dass wir Leute zu aktiven Aktivitäten, die anstehen, die wir uns ausgedacht haben, ob nur Aktionen, Protest, Veranstaltungen etc. bla bla, dann einmal eine Rundmail schreiben, das natürlich auch nicht übertreiben, und die Leute dazu einladen, um mit den Leuten dann zusammen sozusagen zu überlegen, was zu tun ist und wie es zu tun ist. Und das nicht mal einmal nur, weil das ist natürlich mühselig, und so weiter und so fort, und das sozusagen irgendwie als ständige sozusagen Verfahrensweise oder den Politikansatz genauso zu fahren. Weil da waren wir oder bin ich der Meinung, man in der Lage wäre, die Basis zu vergrößern, weil so eine Basis, die Inge sich natürlich auch wünscht, die auch erfahrungswert entsteht, niemals von selbst, dafür müssen sozusagen politische Akteure etwas tun. Wenn sie mal der Meinung sind, sozusagen, nun macht mal, dann passiert aber nichts. Und man muss sozusagen die Leute auch direkt da ansprechen, weil wenn es so einfach wäre, dass sozial deklassierte Leute sich selbst sofort organisieren, wenn sie sozial deklassiert hat, dann hätten wir keine Probleme auf dem ganzen Planeten nicht mehr. Es ist nicht so, das wissen wir auch alle. Von daher muss man da sozusagen Hilfestellung leisten, natürlich die Leute nicht sozusagen als nette Staffage irgendwie irgendwo in den Raum stellen, nur ausschließlich. Man muss die dann auch ernst nehmen, und die haben ganz viele sozusagen Fähigkeiten und Fertigkeiten jenseits von, und die sozusagen sollen sie dann irgendwie genau in dieses Projekt einbringen. Das ist eigentlich so eine Arbeit, die man dann als Aktivist in Anführungsstrich macht, sozusagen eines Projektkoordinators wahrscheinlich, sozusagen um alle Interessen und alle sozusagen Ideen aus, sozusagen so zu organisieren, dass dann etwas rauskommt, irgendwie was nachhaltig irgendwie in der Lage ist. Und da komme ich sozusagen zu dem Punkt, irgendwie natürlich dann als Initiative vor Ort, nur vor Ort sozusagen agieren kann. Das hört sich erstmal so an, als ob das jetzt nicht so sozusagen der große Politikentwurf ist.
Und spektakulär auf den zweiten Blick ist es natürlich ganz anders, wie immer, sozusagen allein schon die Frage in der Auseinandersetzung mit dem Jobcenter vor Ort, die Frage der Eingangsbestätigung, wenn man ein Stück Papier abgibt, damit man sozusagen eine Bestätigung bekommt, dass man es abgegeben hat, reicht aus, um sozusagen nachfolgenden Stress, wenn das Jobcenter sagt, nee, das haben wir ja gar nicht bekommen, das haben Sie an den Briefkasten geschickt, bei uns ist gar nichts angekommen. Das ist einfach so eine kleine Geschichte sozusagen, um einfach durchzusetzen, dass die Leute sozusagen stressfrei ihren Alltag irgendwie erleben können. Das ist so eine Geschichte. Oder wenn sozusagen in Berlin die Jobcenter sich weigerten, Kautionen für Wohngemeinschaften zu übernehmen, weil es nur Wohngemeinschaften sind, wenn man dann in der Lage wäre, sozusagen das irgendwie an dem entsprechenden Jobcenter oder in dem Stadtbezirk durchzusetzen, dann ist das schon etwas, was sozusagen vielen Leuten hilft irgendwie. Und was mir dann auch noch so einfiel, zu Dingen, zu denen man wahrscheinlich bundesweit gerade nicht in der Lage ist, zum Beispiel wenn es um Sanktionen vielleicht geht, die könnte man natürlich sozusagen in einem geografischen Rahmen, wenn man das als Kampagne irgendwie gut vorbereitet und etc. sozusagen vor Ort die Jobcenter doch schon irgendwie leicht in die Bedrülle nehmen, wenn man das kombiniert zwischen Protest vor in dem Jobcenter, danach irgendwelche Stadtbezirksparlamente bespielt, wo dann die Partei ins Spiel kommt und so weiter und so fort. Und irgendwie so. Von daher ist das der Ansatz, die Idee und was entscheidend ist, irgendwie, es reicht nicht aus, wenn es berlinweit, ich finde es ja immer total blöd, aber also leider ist es so irgendwie, es gibt noch sozusagen zwei, drei andere Initiativen, die machen Kiezarbeit, was sozusagen noch ein etwas anderer Ansatz ist, aber das, was wir machen sozusagen in der Millionenstadt, es gibt leider irgendwie, es ist total blöd, aber wirklich, wir sind die Einzigen. Das hört sich immer total blopp, wir sind die Besten irgendwie. Nein, das Problem ist, wir würden es natürlich massivst begrüßen, wenn Leute genau diesen Ansatz sozusagen ebenfalls im Alltag sozusagen vor Ort bei sich irgendwie versuchen, irgendwie zu forcieren sozusagen, als dass sozusagen da eine Struktur wächst. Wir laufen schon seit Jahren natürlich durch die Gegend und werden ja, der letzte Satz, laufen die ganze Zeit durch die Gegend irgendwie sozusagen und erzählen auch immer sozusagen, was wir so machen und alle finden uns immer ganz toll. Was ihr da macht, toll macht ihr das und so weiter und so fort, bloß paradoxerweise ahmt uns keiner nach. Es gibt ganz viel Interesse von den Leuten, ja und so weiter und dann, wenn es darum gehen würde, wir sind jetzt hier, wir sind drei Leute in irgendeiner Stadt irgendwie und so weiter und so fort, wir wollen jetzt, dazu kommt es irgendwie nie und das ist so eine Paradoxie, die ich selbst nicht verstehe. Jetzt seid ihr dran. Also ich finde, das Plädoyer war nochmal sehr deutlich, Basisorganisierung muss es sein, selbst, also das von dir, Basisorganisierung, und dafür brauchst du natürlich auch Unterstützung, um eine eigene Stimme zu bilden, um auch die Schwierigkeiten vor Ort, sozusagen die konkreten Situationen, die alltäglichen Situationen mit dem Amt und so weiter, dagegen anarbeiten zu können und solidarisch da drin sein zu können. Von Inge kam darüber, nicht darüber hinaus, kam zudem sozusagen der Vorschlag auch nochmal sehr stark den Fokus oder Basisorientierung und gleichzeitig auch Vernetzung mit anderen Bewegungen, Initiativen zu den Themen, die gerade sozusagen auch brennen und sich darin auch zusammenzuschließen. Ich würde das an dieser Stelle einfach erstmal stehen lassen und jetzt eure Fragen aufnehmen. Genau, ich habe jetzt dich und dann... Ihr müsst ins Mikro sprechen, weil das wird aufgenommen und sonst werdet ihr nicht, also wird es nicht aufgenommen. Danke. Ingrid aus Duisburg. Ich möchte grundsätzlich noch mal ganz was anderes sagen, was noch nicht so angesprochen worden ist. Das Geschäft mit der Erwerbslosigkeit ist ein Milliardengeschäft und dadurch bedingt sind die Beharrungskräfte äußerst groß. Und spielt auch eine große Rolle dabei. Und in Duisburg ist es so, wir machen auch Sozialberatung, da sitzen wir im Jobcenter Beirat drin und sind im Grunde die Einzigen, die sagen, die meisten Arbeitslosen, liebe Leute, fehlt einfach nur Arbeit und sonst nichts. Und das sind die Leute, die
involviert sind in das Geschäft mit der Arbeitslosigkeit, die propagieren Maßnahmen dann als Gefallen für die Erwerbslosen und die brauchen dann alle irgendjemand, der sie sozial betreut und so weiter und so fort. Dabei ist dieses Überleben mit Hartz IV allein schon ein Konditionstraining, was jeden ziemlich sozial kompetent macht, es sei denn, er braucht noch Unterstützung. Also ich denke, das Problem hat mehrere Facetten und ich bin in der Linken und wenn ihr auch in der Linken seid, dann bitte fordert eine Kampagne weg mit Hartz IV, damit wir auch den Parteiapparat wieder haben. Und der sollte sich da nicht aus der Verantwortung drücken an der Stelle. Ja, Thomas aus Pulheim bei Köln. Im Gegensatz zu meiner Vorrednerin wollte ich vielleicht nur eine kleine ermutigende Anmerkung bringen, Micha. Wir Deutschen sind von unserer Kultur her, da zeigt uns Heinrichs Manns Untertan, dass genauso wie Lenins Kommentar mit der Fahrkarte für den Bahnsteig, bevor wir die Revolution starten, das ist nun mal ein Stück weit unsere Kultur. Und ich sage es nicht, um damit die Leute zu ermutigen, sich darauf auszuruhen, sondern es ist einfach nur so. Christoph Butterweger hat es in Köln mal auf einer Veranstaltung gesagt und er ist ja nun eigentlich oftmals ein eher nüchternerer Charakter und an der Stelle hat er wirklich mit Herzblut gesprochen und gesagt, in den Favelas, das ist eine andere Art der Solidarität, wenn da wirklich Arme betroffen sind und sich zusammenschließen. Wir sollten das nicht als eine Kritik oder Selbstbeschau betrachten, sondern vielleicht als Ermutigung, wo wir an unserer Kultur auch ein Stück weit ein bisschen was drehen können. Und ich glaube, das können wir. Ja, also ich will jetzt nicht so analytisch werden, aber ich habe jetzt irgendwie ich sehe da zwei Probleme bei dem Basisarbeit den Leuten helfen. Also nach meiner Erfahrung sind einmal die Erwerbslosen selbst, also das ist das, haben Sie ja auch schon gesagt, dass mit dem, dass die einfach fertig sind. Also die einen sind, ich glaube, da leiden tierisch viele an Depressionen, an Minderwertigkeitskomplexen, was natürlich auch sehr an dieser, wie soll ich sagen, diese protestantische Arbeitsethik, die bei uns irgendwie herrscht. Ne? Also das ist wirklich auch ein Problem in den Köpfen. Ich war selbst auch ALG-2-Empfängerin. Ich fand das eigentlich auch sehr interessant, muss ich sagen, aber da waren Leute, die haben sich vor den Kiosk gestellt, ne? Die waren wirklich schon seit, keine Ahnung, waren die seit 10 Jahren arbeitslos oder so. Und es war auch wahrscheinlich klar, dass die letztendlich auch keinen Job mehr kriegen werden auf diesem sogenannten ersten Arbeitsmarkt. Und man lässt die dann aber auch nicht in Ruhe. Und die haben sich aber hingestellt, haben einen Plaumann angezogen und dann haben dann mit dem Plaumann ihr Bier getrunken morgens früh. Ne? Nur um irgendwie zu simulieren, sie hätten irgendwie Arbeit. Also das finde ich grundsätzlich mal ein Problem. Das ist ein kulturelles Problem in den Köpfen. Und was natürlich durch das ganze Hartz-IV-System richtig gepusht wurde, noch im Sinne von Individualisierung, Defizit und so weiter. Ne? Und deshalb, da sehe ich ein Problem, dass die einfach auch nicht politisch werden. Also das ist ja das, wovon der Micha wahrscheinlich spricht, dass im Sinne von, wenn man denen dann mal irgendwie einen Tipp gibt, oder ich bin dann auch schon mal mitgegangen oder habe mal irgendwie ein Schreiben aufgesetzt oder so, ja, dann ist es aber auch erledigt. Also dann ist es jetzt gut und dann kann ich jetzt wieder mein Bier trinken gehen und so. Also das heißt, da war die Power so weit weg oder ich weiß nicht so. Und dem kann ich dann auch nicht irgendwie begreiflich machen, hey Mensch, willst du jetzt nicht nochmal hier das Buch lesen oder so? Ne? Da sagt er, nee, bin ich bekloppt, das letzte Buch habe ich im Knast gelesen oder so. Ne? Also das ist dann irgendwie, und das zweite Problem finde ich noch, Entschuldigung, die nach oben, die nächsthöheren, sozusagen die untere Mittelschicht, die noch nicht so weit unten ist, aber und auch häufig dann auch keine Ahnung von dem ganzen System hat, das stelle ich immer fest. Viele denken, die leben ja in Saus und Braus. Also das finde ich ein Problem, um die zwei Seiten zusammenzubringen, finde ich gut. Jetzt hier noch und dann gebe ich euch. Ja, danke. Also ich wollte drei Sachen ansprechen und zwar das erste ist, was wird eigentlich konkret getan für arbeitslose, erwerbslose Menschen, die
sowieso schon mit psychischen Problemen zu tun haben, zum Beispiel mit Autismus oder Schizophrenie und so. Da merke ich auch als Betroffener, also ich habe einen noch nicht diagnostizierten leichten Autismus und auch Depressionen so, und ich merke, da sind wirklich sehr wenige Beratungsangebote und sehr, sehr wenig Unterstützung, und ich sehe das als Linker so, dass da auf jeden Fall unbedingt etwas getan werden muss, da muss es mehr Hilfe geben. Das Zweite ist, wenn ich zum Jobcenter gehe, ich muss mich übrigens korrigieren, ich bin ja nach der Definition nicht erwerbs-, sondern arbeitslos wegen ALG 1, dass ich viele Refugees sehe, die total verzweifelt sind, weil die überhaupt gar nichts verstehen. Also erstens einmal wegen der Bürokratie, natürlich, also die versteht ja selbst eine deutsche Bürger und ein deutscher Bürger nicht, aber ein Mensch aus einer ganz anderen Kultur, aus einem ganz anderen Land erst recht nicht, und dann kommen dann auch die Sprachprobleme hinzu. Da gibt es auch keine Hilfsstellen, und drittens soll eine Frage sein, was wird eigentlich konkret an deutschen Schulen getan, um darüber aufzuklären. Als ich auf dem Gymnasium war, wurde nie darüber gesprochen. Da wurde gesprochen, was man später studiert, aber da wurde nicht darüber gesprochen, was man später macht, wenn man keine Arbeit hat. So, da finde ich, das muss sich ändern. An die Schulen, Leute. Vielen Dank für all diese Beiträge. Die machen, glaube ich, dass die Fächern quasi die Problematik, oder zeigen nochmal, wie komplex das Ganze ist, an vielen Stellen sozusagen angesetzt werden muss. Ich würde euch gerne gleich das Wort geben. Ich würde aber trotzdem gerne auch nochmal die Frage dann nochmal in den Raum werfen, da können wir auch nochmal alle gemeinsam drüber reden. Du hast ja sehr eloquent sozusagen nochmal für eine Kampagne Weg mit Hartz IV gesagt. Ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass Weg mit Hartz IV okay ist, aber was wären die Schritte? Nee, die wichtige Frage ist ja jetzt nicht, die richtige Forderung zu finden, sondern uns darüber zu verständigen, wie können wir A, das Thema der Selbstorganisierung, der Unterstützung von Selbstorganisierung stark machen, und wie kann man auch das, was du oder sie ein bisschen angesprochen haben, auch nochmal klarer den Systemwandel sozusagen irgendwie stärker machen, damit wir jetzt hier nicht miteinander ins Gespräch kommen, an welchen Stellen es überall ein Problem gibt, weil das ist natürlich, das ist wichtig, aber ich glaube, wir sollten hier bei der Linken Woche der Zukunft schon auch nochmal den Raum nutzen, um zu überlegen, wie könnten strategische Schritte auf dem Weg zu Veränderungen aussehen. Jetzt. Ja. Danke. Ich möchte auf den Gedanken kommen von dir, von Ihnen. Ich habe so diesen Leistungsgedanken so ein bisschen daraus gehört. Ich bin nur was wert, wenn ich arbeite. Und da frage ich euch, ist es tatsächlich so? Arbeitet man nicht, wenn man erwerbslos ist? Ich glaube nicht. Ja, also ich kenne sehr viele, die erziehen ihre Kinder, sie pflegen Angehörige, sie machen Ehrenamt, sie sind politisch aktiv. Ja, und wenn mir einer sagt, ja, aber es gibt auch Leute, die machen gar nichts, die haben auch Arbeit mit dem Jobcenter in der Regel. Ja, das ist meistens, also nicht meistens, oftmals schon ein Vollzeitjob. Ja, auch das ist Arbeit. Und ich glaube, wir müssen wir müssen von diesem Leistungsgedanken wegkommen. Hauptsache Arbeit. Ich bin auch was wert, wenn ich nicht arbeite. Also ich arbeite jetzt seit 5 Jahren nicht mehr. Ist wenig bekannt. Man denkt immer, Hannemann arbeitet da irgendwo in Hamburg in der Sozialbehörde. Dem ist übrigens nicht so. Und ich fühle mich seit 5 Jahren richtig frei. Und da mache ich jetzt mal schon einen Riesensprung zu den Alternativen. Warum kann ich mich frei fühlen? Weil ich immer irgendwie ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen habe. Und mit diesem BGE komme ich gut über die Runden. Es ist nicht viel, muss auch nicht. Ja, man spricht ja immer so von 1.000 Euro. Mir reichen, habe ich festgestellt, auch 500 Euro. Das liegt aber daran, weil ich keine Miete zahlen muss. Ja, ist natürlich ein Unterschied.
Das ist natürlich eine Alternative. Die Linke, das ist eine wichtige Alternative und für mich die primäre Alternative, das bedingungslose Grundeinkommen. Die Linke fordert eine sanktionsfreie Mindestsicherung von 1050. Ja, unterstütze ich natürlich auch als Linke. Das ist der Vorschritt zum BGE. Weil die sanktionsfreie Mindestsicherung ist ja nicht bedingungslos. Ich muss mich ja trotzdem nackt machen. Ich habe trotzdem die Gefahr, dass plötzlich irgend so ein komischer Kauz des Außendienstes der Jobcenter vor meinem Fenster steht oder vor der Tür, um zu gucken, was treibe ich. Ja, habe ich einen Mann, habe ich eine Frau, habe ich einen Lebensgefährte oder nicht? Gut. Dann komme ich zur Frage, was wird getan für psychisch erkrankte Menschen in den Jobcentern? Ich sage dir gleich nichts. Das Eigenartige ist, wir haben natürlich auch Jobcenter-Mitarbeiter, das sind ausgebildete Psychologen, die einfach noch sonstige keine Stelle haben, so wie wir auch Rechtsanwälte als Mitarbeiter haben, aber sie dürfen natürlich psychologisch nicht tätig werden. Rechtsanwälte dürfen auch im Jobcenter nicht beraten. Ja, und ich bezweifle auch, ob das Jobcenter der richtige Ort ist für psychologische Betreuung bzw. Begleitung. Betreuung finde ich immer ein ganz furchtbares Wort. Ja, Betreuung heißt für mich immer so gesetzliche Betreuung, du bist entmündigt. Ja. Also der St. Hubertus redet ja auch immer, wir brauchen mehr Betreuung in den Jobcentern. Ja, da kriegst du immer Panik. Ja, Gott, oh Gott. Ja, wir brauchen, wenn, dann eher Begleitung oder Beratung. Aber ich möchte niemals von einem Jobcenter-Mitarbeiter betreut werden. Ja, also, es wird da einfach, es gibt da nicht Angebote. Es gibt ein paar Maßnahmen, wo man so hinschickt. Kenne ich auch, wo dann Psychiater oder Psychologen sind. In meinen Augen ersetzt es aber nicht eine professionelle psychologische Begleitung. Gerade wenn man in der Depression steckt. Ja, dann brauche ich nicht noch 20 Teilnehmer um mich herum in der Maßnahme und ein Psychologe erzählt mir, ja, du, auch hinter jedem Tunnel kommt das Licht. Ja, das nützt mir nichts, wenn ich in der Depression stecke. Gut, die Behördensprache. Ja, ich kann dich beruhigen. Die Mitarbeiter verstehen sie auch nicht. Ja, also, die ist wahnsinnig kompliziert. Wenn ich so nette Briefe von der Arbeitsagentur bekomme oder sonst wo, ich kenne sie ja, ich kenne sie alle auswendig, weil es sind ja alles immer dieselben Textbausteine. Ist übrigens identisch in der Arbeitsagentur, sind dieselben Textbausteine. Ja, da steht nur nicht Sanktion, sondern dann steht da mangelnde Mitwirkung. Und dann sitze ich da manchmal auch und denke, warum schreibt ihr nicht einfach, Hannemann, du kriegst kein Geld? Ja, das wäre ja viel einfacher, aber das trauen sie sich ja nicht. Gut, Aufklärung in der Schule, was passiert bei Arbeitslosigkeit? Ja und nein. Wenn, dann aber nur mit der Aufklärung, dass man gleich sagt, wie scheiße ist Hartz IV. Ja, also dürfen die natürlich nicht, ja, das... Die Vertreter des Berufsinformationszentrums, des BITS, die gehen hier immer in die Klasse 8 oder 9 irgendwie. Die Bundeswehr ja auch, was ich natürlich auch ablehne. Aber natürlich erzählen die nicht, was passiert bei Arbeitslosigkeit, weil da müssen sie ja zugeben, wie blöd ihr System ist. Ja? Und wie wenig es an Geld angibt, ist egal ob ALG 1 oder Hartz 4. Ja, und wie wenig die Chance besteht, überhaupt noch in ALG 1 reinzufallen. Ja, da komme ich ja nochmal ganz schnell zu Micha, weil Micha vorhin so erzählt, er war ein bisschen erstaunt, dass so viele gleich in Hartz IV sind damals. Natürlich sind so viele in Hartz IV. Ja, wer hat denn noch die große Chance, 12 Monate mal durchzuarbeiten, um überhaupt mal einen Anspruch zu erlangen? Ja, meistens sind sie ja in Zeitarbeit, dann... Und dann fliegen sie wieder raus oder haben eine Pause, was plötzlich nicht mehr angerechnet wird. Die Chance, überhaupt noch Arbeitslosengeld einzubekommen, die wird ja immer niedriger. Und wenn ich die Chance habe, und ich war vorher im Niedriglohnsektor, also Mindestlohn, ja, was ist dann? Ja, womöglich werde ich ja dann noch Aufstockerin oder Aufstocker. Ja, muss ich natürlich dann eine Arbeitsagentur begleitet oder beraten werden, das ist klar. Aber das heißt, wir haben hier das Grundproblem niedriger Lohn. Ja, und das wäre dann die Erwartung, dass das in der Schule natürlich auch alles schön, das neoliberale Konzept erklärt wird. Ach so,
Noch jetzt sozusagen anschließend gleich an Inge. Ja, es ist natürlich richtig sozusagen, es findet ein Wechsel sozusagen von Erwerbslosigkeit zu prekärer Beschäftigung immer hin und her, wenn man sozusagen irgendwie da reingeraten ist, permanent statt sozusagen. Und das mit der atypischen Beschäftigung wird in den nächsten Jahren auch aufgrund sozusagen der Digitalisierung nicht abnehmen, sondern massiv zunehmen. Also von daher sozusagen ist es ein Zustand, der noch größer werden wird, als sozusagen irgendwie verschwinden könnte oder so. Also von daher ist das sozusagen ein Bereich, mit dem man sich sozusagen politisch, finde ich auch sozusagen, mehr auseinandersetzen müsste. Um das eine noch zu sagen, es gibt ja sozusagen im sozialen Bereich immer so die Hotspots an Themen, Miete, Bildung, Pflege gerade, das ist alles richtig sozusagen, und Erwerbslosigkeit wird immer so daneben gestellt, sozusagen 1, 2, 3 und dann kommt irgendwie das noch dazu und das ist irgendwie alles irgendwie sozusagen auf einer Ebene. Das Problem ist nur sozusagen, dass von diesen drei Hotspots, wo dann auch ganz viele immer sich engagieren, natürlich die Erwerbs- und Prekärbeschäftigten diejenigen sind, die damit von am meisten betroffen sind, weil diejenigen sind, die kein Geld haben und sich kein gutes Leben im Kapitalismus kaufen können. Von daher ist es sozusagen eigentlich die Grundlage dafür sozusagen, dass es dann diese sozialen Verwerfungen in diesen Hotspots dann gibt. Und von daher würde ich dann immer dafür plädieren, sozusagen vielleicht eher bei den Ursachen anzusetzen. Man kann ja dann in der Arbeit sowieso, man ist ja mit diesen drei Teilen Teilbereichen dann sowieso konfrontiert. Es fehlen natürlich immer sozusagen die Leute, die sich, und da sind wir wieder bei der Arbeitskraft sozusagen, die Leute, die sich dann in diesen Initiativen speziell mit solchen sozusagen Sachen beschäftigen. Aber es gab ja Fragen. Die Kampagne Hartz IV. Ja, die Partei sozusagen hat schon immer irgendwie schön plakatiert und Hartz IV muss weg und so weiter und so fort. Das Problem ist nur sozusagen, es macht sich schon seitdem es Hartz IV gibt, es hat sich nichts geändert. Das ist das Problem. Nichts dagegen, aber die Sache ist die, wenn man sozusagen eine politische Form benutzt und man merkt nach 10 Jahren, dass es nicht funktioniert, da muss man sozusagen andere Wege beschreiten und sozusagen, und da würde eine Kampagne jetzt nicht helfen. Und wir sind ja sozusagen auch als in Anführungsstrichen Aktivisten bei Basta nicht vom Himmel gefallen. Also wir sind schon länger irgendwie politische Menschen und beschäftigen uns mit dem Problem irgendwie und stellen natürlich fest, dass alle Ansätze von Lobbyarbeit über Sozialverbände, über moralische Ampelle an die Gesellschaft, man könnte das doch nicht machen mit der Menschenwürde und mit der Würde grundsätzlich, das geht ja nicht mit Hartz IV, das hat alles nichts geholfen. Seit Einführung von Hartz IV gab es keine substanziellen Verbesserungen. Die Regelsätze wurden inflationsbereinigt irgendwie angehoben, ein bisschen irgendwie und Sanktionen gibt es immer noch, von daher sozusagen ist da sozusagen nicht viel passiert. Und wenn man dann guckt, was zu tun wäre, kann man relativ zügig auf die Idee kommen, wenn sozusagen diese eingeschliffenen Politikfelder im parlamentarischen System nicht funktionieren, also Lobbyarbeit, wer soll auf arme Leute Rücksicht nehmen, die kosten bloß Geld, die bringen nichts. Also von daher ist es eigentlich logisch, dass es nicht funktionieren kann. Dann stellt sich die Frage, wie kann man Einfluss auf Gesellschaft trotzdem nehmen. Und da kommt sozusagen der Klassiker irgendwie und der heißt, naja gut, wenn du sozusagen in den bürgerlichen Medien nicht durchdringst oder keinen Zugang zu Politik hast, dass du auch was entscheiden kannst, außer 10% im Bundestag, kann leider auch nichts verändern, dann musst du vielleicht sozusagen da anfangen, wo die Leute sind, weil wir leben ja in einer Demokratie, wo Gott sei Dank sozusagen jeder noch eine Stimme hat bei einer Wahl, die man irgendwo abgeben kann. Aber wie gesagt, tun die Leute das nicht von selber, sondern man muss sozusagen diese von Basisorganisierung, von der ich geredet habe, sozusagen muss man, sie kommt nicht von selber, man muss sie unterstützen und muss sozusagen viel Arbeit und langfristig und wirklich sozusagen intensive Arbeit reinstecken. Das, was du vorhin gesagt hast, das ist bedientes Klischee. Erwerbslose trinken, ziehen sich einen Blaumann an, warte mal, ist ja okay. Ich verstehe das ja auch, ist ja okay, ich finde das ja auch gar nicht, das zeigt aber sozusagen, dass selbst in einer sozusagen positiv gestalteten Atmosphäre wie hier, genau diese Ressentiments wieder da sind. Und wenn du mit den Leuten zu tun hast, sind die nicht so. Das ist ein Klischee. Du musst sozusagen aber Möglichkeiten schaffen, dass diese Leute mit einem bestimmten Budget an Zeit,
Kindererziehung etc. Bla, sich in solchen Initiativen sozusagen organisieren können. Das werden nicht alle machen, das wird nur ein Teil machen, aber es ist immerhin mehr als bis jetzt. Und es hilft nicht, den Leuten zu sagen, ihr habt ja sowieso alle psychische Probleme sozusagen und so weiter und so fort, ist sowieso alles ganz schrecklich irgendwie. Ja, wir wissen, die Situation ist scheiße. Bloß wenn du den ganzen Tag erzählst, dass die Situation scheiße ist, dann wird nichts besser. Dann sozusagen ist der Weg sozusagen in die psychologische, also in die psychische Krankheit nicht mehr so weit. Also man sollte damit aufhören. Ja, ich wollte es nur mal gesagt haben. Die Mittelschicht kriegt das mit, wenn sie selbst in der Situation ist. Dann weiß sie, worum es geht. Ja, wir kommen. Du trommelst. Also ich bin schon zu lange wahrscheinlich. Ja? Was nehme ich noch aus? Ach so, das hier mit der klassischen deutschen Mentalität, mit der Bahnsteigkarte und so weiter. Ja, es ist richtig. Meine Privattheorie ist ja dann sozusagen, dass sozusagen in Ost und West seit dem Zweiten Weltkrieg oder seit dem Faschismus sozusagen die Unterschicht, die Arbeiterbewegung sozusagen keine Tradition mehr entfaltet hat, um sozusagen sowas wie Basisorganisierung irgendwie als Alltag ganz normal zu empfinden. Das ist in anderen europäischen Ländern wahrscheinlich anders. In Deutschland, also im Osten musste man das nicht machen. Im Westen sozusagen hatte man sozusagen schon ein Zugeständnis, dass man den Sozialstaat sozusagen schon ausgestaltet, damit dass auch den sozialen Frieden, dass der einfach da ist. Und von daher gibt es sozusagen diese Tradition nicht mehr und die müssen neu entdeckt werden. Und da plädiere ich dann immer dafür, in die Geschichte zu gucken, vor der Zeit von 33, wie sozusagen Arbeiterparteien in der Lage waren, ungebildete Menschen, die genauso waren, wie beschrieben, sozusagen dazu zu bringen, dass sozusagen sie eine Massenbasis hatten. Und das haben die auf die Reihe gekriegt. Und wenn die das schaffen, glaube ich, sollte man das auch schaffen können. So BGE, glaube ich, sage ich lieber nichts, das würde zu lange anfangen zu dauern. Wechsel, Hauptsache Arbeit, als letztes nur sozusagen. Ja, es ist richtig. Ich sage ja dann immer, wenn ich Leute davon überzeugen will, bei was da irgendwie mitzumachen, und sage ich dann immer, du kannst hier arbeiten, 5 Tage die Woche ganz lange und so weiter intensiv. Und wenn es dir darum geht, sozusagen sinnvolle Arbeit zu leisten, dann bist du hier ganz richtig. Es gibt nur ein Problem und damit, das musst du akzeptieren. Du wirst für diese Arbeit nie Geld bekommen. Und wenn die Leute das akzeptieren, dann können sie da arbeiten bis zum Abwinken. Was sie kriegen, ist sozusagen das Jobcenter-Geld, sozusagen dadurch, dass wir in der Lage sind, eigentlich relativ entspannt den Leuten das zu organisieren. Vielen Dank. Ich bin ein bisschen irritiert, muss ich sagen, weil ich finde, Selbstorganisierung, eigene Stimme bilden, da drin eine politische Stimme haben, die auch nicht immer nur Defizit organisiert, finde ich total richtig. Ich vermute, ich hoffe, dass wir uns hier auch einig sind, aber wir kommen doch nicht umhin, festzustellen, dass es eine Normalisierung von Hartz IV gibt, eine Normalisierung von einer Sanktionspraxis, eine Normalisierung von einer Armuts- und Reichtumsentwicklung. Deswegen sind wir doch gezwungen, und das ist jetzt gerade nicht in Entgegnung zu dir, weil ich finde, die Basisorganisierung ist sozusagen das Fundament, aber wir sind doch als politische Akteure und Akteurinnen, die wir hier im Raum sitzen, die in verschiedenen Organisationen tätig sind, ob in der Linken, in der Erwerbsloseninitiative, in der Gewerkschaft, wo auch immer, wir sind doch gezwungen, wenn wir diese Entwicklung nicht wollen, uns darüber Gedanken zu machen, wie eine politische Kampagne aussehen müsste, könnte oder wo wir Ansatzpunkte sehen, weil schon eine in Gange ist, wie wir sozusagen eine Gesellschaft oder in eine Gesellschaft intervenieren, in der Würde nichts gilt, in der Armut zunimmt und in der auch Reichtum zunimmt, in der wir sozusagen sowas thematisieren und nicht nur darauf fokussieren, nicht nur auf die sogenannten Betroffenen fokussieren. Ich will es nochmal sagen, es ist nicht eine Entgegnung zu dir, sondern weil ich finde, Basisorganisierung, Selbstorganisierung, Organisierung in sozialen Bewegungen würde ich sozusagen immer als Voraussetzung für was sehen. Ich glaube aber, wir müssen noch einen Schritt weiter machen, wenn wir diesen Zustand, diesen Normalzustand, in dem, was habe ich vorhin gesagt, 310.000 Familien mit Kindern sanktioniert werden, in dem
junge Leute unter 25, ich weiß gar nicht, was die Zahlen sind, wie viel die sozusagen 100% sagen. Und es gibt keinen Aufschrei in der Gesellschaft. Wir müssen auch darüber nachdenken, nicht nur appellativ zu sagen, das finden wir schlimm, sondern wir sind doch hier an einem linken Ort, wo wir die Pflicht haben, uns strategisch zu überlegen, welche Kampagnen es gäbe, wie man die angehen könnte, mit wem man wie zusammenarbeitet. Oder gibt es sozusagen Initiativen, die das schon längst auf den Weg gebracht haben. Deswegen habe ich vorhin das Beispiel gebracht, wie ihr habt in Berlin sozusagen als BASTA mit der Kampagne Zwangsräumung verhindern zusammengearbeitet, weil das eine wichtige Schnittstelle ist, wo man was sozusagen, so, weil gegen Hartz IV auf die Straße zu gehen, hätte es vielleicht an der Stelle nicht gebracht, aber ihr habt die Hartz IV-Forderung mit in Zwangsräumung verhindern eingebracht. Deswegen habe ich vorhin also als Beispiel angebracht, die sich versucht haben, in der Frage der Regelsätze und der niedrigen Regelsätze und dessen, was dafür Essen veranschlagt wird, sich zusammenzutun mit den Initiativen, die immer aus Anlass der Grünen Woche in Berlin eine Demo machen, wir haben es satt, die eigentlich immer zu Landwirtschaft und Biolandwirtschaft die Demo gemacht haben, aber die Frage der Ernährung da für alle sozusagen nochmal mit aufgenommen haben. Sind da, also müssen wir nicht überlegen, wo da Sachen auf dem Weg sind, was haben wir dafür im Kopf, was müssen wir diesbezüglich zum Beispiel von der Linken fordern oder wo müssen wir in erwerbslosen Gruppen arbeiten, dass wir das sozusagen auch können. Das fände ich sozusagen eigentlich noch eine spannende Diskussion, die wir in der letzten halben Stunde noch führen können. Ich nehme mich gleich auf, aber weil wir sind in einem Raum, der linke Woche der Zukunft hat. Also lasst uns an Zukunftsvorstellungen arbeiten, an Schritten dafür. Kannst du ja. Also wie wir auch hier gesehen haben in der Diskussion, also da sind vielfältige Sachen, die wir jetzt hier schon gehört haben. Und ich glaube nicht, dass wir also eine Kampagne hier in einer halben Stunde organisieren können. Ja, also es geht ja auch um die Frage, was für Ansätze es gibt, also wie man an der Mittelschicht auch ansetzen kann, die zu sensibilisieren oder zu informieren. Und ich glaube, da ist ein wichtiges Stichwort auch Abstiegsängste. Damit spielt die AfD im Moment ganz massiv und tritt damit gerne gegen Geflüchtete oder Menschen mit Migrationshintergrund. Und ich glaube aber, das ist was, wo man als Linke gegenhalten kann. Und wenn man das vernünftig auf einer vernünftigen Basis anspricht, dann kann man damit auch eine Systemkritik formulieren, anstatt nur gegen vermeintlich sozial noch Schwächere zu treten. Ja, mein Name ist Ralf Engelke, bin auch bei der Linken und bin bei der BAG Grundeinkommen aktiv. Es ist so, dass ich auch lange Zeit in den Erwerbslosenbewegungen mich bewegt habe und auch dort viele Demos etc. gemacht habe, sowie in Kassel als auch in Berlin. Und für mich diese Armutsverwaltung mittlerweile mehr und mehr auf den Keks ging und ich immer nach Vision gesucht habe, was könnte die Alternative sein. Und vor 15 Jahren, wo ich da Katja kennengelernt habe, ging da das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen los und wir sind da ja jetzt mittlerweile vielfältig aufgestellt in Deutschland und da kann man über sehr viele Themen natürlich kritisch diskutieren und das ist für mich der visionäre Ansatz, das bedingungslose Grundeinkommen und zwar das Linke und deswegen haben wir von der BAG mit Links zum Grundeinkommen so eine Kampagne jetzt gestartet, wo wir einen Mitgliederentscheid hervorrufen wollen, um da dann auch weiterhin die Diskussion in die Gesellschaft hineinzutragen zum Grundeinkommen und natürlich, was da dran hängt, wie wollen wir arbeiten, wie können wir den Mindestlohn weiter erhöhen, wie können wir die Arbeitszeit verkürzen, das sind alles Dinge, die mit dranhängen und die wir auch nie getrennt voneinander sehen, also jedenfalls bei uns in der BAG nicht. Und das ist für mich ein visionärer Ansatz, weil alles andere, die Linke hat da jetzt ein Problem gehabt, die Gründung der Linken beruhte auch viel auf der Agenda 2010. Die Erfolge von der Linken, dies zu verhindern, da konnte sie nicht viel leisten. Natürlich gute oppositionelle Arbeit, das kann man auch nachlesen in Form von Anträgen etc., die im Bundestag auch gemacht worden sind. Oder Hearings, wo es darum geht, Armut. Oder Hearings zum Sanktionsparagrafen. Das ist alles gemacht worden, aber man hat eben nicht die Mehrheit.
Und da wenden sich dann mehr und mehr die Leute eben auch ab. Und deswegen war für uns natürlich da auch der Aspekt, das entgegengesetzt zu setzen und da zu sagen, okay, mit dem Grundeinkommen kann man mehr machen. Und was aber natürlich gut ist, und da muss die Linke auch nochmal weiter reingehen, diese ganzen linken Büros, wo Hartz-IV-Beratung stattfinden und Rechtsberatung auch stattfinden, das sind natürlich auch Ansatzpunkte, die wurden vor vielen Jahren nicht so richtig ernst genommen. Und das finde ich natürlich nach wie vor gut, dass da eigentlich Geld rein investiert werden muss. Ich weiß aus dem Wedding zum Beispiel, da haben wir ein linkes Büro, da haben die Leute zum Teil aus dem Verein heraus privat ein Arbeitslosenfrühstück bezahlt. Das ist jetzt nicht von der Linken bezahlt worden. Jetzt will ich nicht sagen, dass die Linke überall Arbeitslosenfrühstück bezahlen kann, weil sie hat auch wenig Geld etc. Aber das, wie gesagt, diese Vision, das stimmt, da sind viele Sachen, die kommen mir bei der Linken eben auch einfach zu kurz. Und das ist jetzt auch bei diesen paar Tagen der Fall. Und deswegen, ich finde, das Grundeinkommen ist ein visionäres Thema. Danke. Dankeschön. Jetzt habe ich euch beide. Ja, deshalb nochmal speziell an Micha. Ich mache seit 25 Jahren Basisarbeit. Aber man kann das eine tun und muss das andere nicht lassen. Und ich denke auch, dass die Systeme Mittel bereitstellen müssen, denn die Arbeit kostet und die sollte auch eben bei der Linken gut unterstützt werden, damit sich was ändert. Im Moment sind wir ja im Hort des Wahnsinns. Die neuen Arbeitsmarktkonzepte, die es gibt, die sehen vor, dass man 7 Jahre ohne Arbeitslosenversicherung arbeiten soll. Deshalb müsste man auch die Basisarbeit daran koppeln, was das für Langzeitfolgen für die Gesellschaft hat. Auf der einen Seite blubbern, Altersarmut ist schrecklich, und auf der anderen Seite Konzepte ersinnen, wo die Altersarmut vorprogrammiert und zementiert wird. Also auch ein Stück Aufklärungsarbeit. Und da kann uns auch dieser Parteienapparat eine Menge an Arbeit unterstützen, die wir dann gerne auch weitertragen können. Aber ohne Moos ist nichts los. Und deshalb nehmt eure Systeme in die Pflicht. Wir brauchen Knete, um eine gute Arbeit zu machen. Ich fürchte, ich gebe mal ein paar Banalitäten von mir. Die Arbeit in diesem Sinne, produktive Arbeit, ist im Verschwinden begriffen. Mir bleiben die konkreten Zahlen immer nicht so im Kopf. Ich habe aber irgendwann noch nicht allzu lang her gelesen, dass im Grunde genommen von dem, was produktive, sinnvolle Arbeit ist, inzwischen fast weltweit jeder Mensch von 2 Stunden Arbeit am Tag leben könnte. Lass es ein bisschen mehr sein. Das heißt also, diese Arbeit, nach der alle schreien, einerseits die Erwerbslosen, andererseits, ich nenne es mal das System, sie gibt es kaum mehr und sie wird weiter weniger werden mit Fabriken, die menschenleer sind, mit der Digitalisierung und so weiter. Und das führt eben auch dazu, nun gut, die Krise, was einfach auch bedeutet, es gibt für mich einen Mentalitätswechsel in der Bevölkerung. Also ich komme aus dem ehemaligen Westen. Ich würde sagen, in den 80ern war durchaus eine Stimmung, wo auch bei ganz normaler Bevölkerung ein Stück weit Verständnis herrschte, so, dass man ja eigentlich blöd ist, wenn man für miesen Lohn, ständig miese Arbeit verrichtet. Das ist heute ganz anders. Und deutlich auch rein in, ich nenne es mal progressive Kreise, das ist durchaus auch vorhanden bei Erwerbslosen selbst. Dieses, ja, aber man will ja keine Almosen, man muss doch gucken. Und die gesamtgesellschaftliche Entwicklung ist dann einfach in die Richtung, mit diesem, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, dass es immer mehr nicht nur beschissen bezahlte und von den Arbeitsbedingungen her miese Jobs gibt, sondern Jobs, die ich als absolut sinnlos erachten würde. Die einen kommen irgendwie nicht mehr vom Sofa hoch, weil sie sich von Foodora beliefern lassen, und die anderen machen genau diese Jobs. Ob es das nun sein soll,
ist die Frage. Und ob da nicht andere Lösungskonzepte her sollten als irgendwie dieses ständige Schreien nach Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ja, in dem Zusammenhang, also man muss sich ja auch mal fragen, es kann ja nicht immer sein, also es wird Zeit, dass man sich mal damit beschäftigt, dass bezahlte Arbeit oder Lohnarbeit ja nicht die einzige Arbeit ist, die es gibt. Und es gibt absolut sinnlose Lohnarbeit und die meiste Arbeit, die keine Lohnarbeit ist, ist deutlich sinnvoller, weil die tut man freiwillig und die würde man nicht tun, wenn man sie nicht tun, also wenn man sie nicht ausüben wollte. Und Lohnarbeit ist heute zu großen Teilen, wie Sie schon gesagt haben, einfach Arbeit, die nur existiert, damit Leute arbeiten können. Und es müssten auch Parteien geben, die die Information verbreiten und den Standpunkt vertreten, dass Lohnarbeit nicht der Sinn des Lebens ist, weil das ist es nicht. Okay, danke schön. Jetzt gebe ich euch nochmal das Wort und dann könnt ihr euch nochmal überlegen, ob ihr eine letzte Frage habt. So, bevor ich es vergesse, ich möchte zum Thema Arbeit noch einen dritten Punkt hinzufügen. Vielen Dank für eure Beiträge hierzu. Wir vergessen gerne mal die Care-Arbeit. Das ist die Hausarbeit. Das sind die sogenannten Hausfrauen, Hausmänner, Kindererziehung, Pflege von Angehörigen. Ja? Und das macht übrigens den größten Teil unserer Arbeit aus. Auch ich arbeite, ja? Nur arbeite ich nicht sozialversicherungspflichtig. Ja, aber mein Tag ist gut ausgefüllt und in den ganzen 5 Jahren war es mir bisher nicht langweilig. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich überhaupt noch arbeiten sollte, das geht ja zeitlich gar nicht. Dann nochmal was zu Ingrid hier, die linke Kampagne. Wir hatten mal die Kampagne, das muss drin sein, da war die Kampagne mit Hartz IV ja dabei. Die gibt es jetzt leider, ich bedauere das sehr, nicht mehr. Das heißt, damit gibt es auch keine Hartz-IV-Kampagne mehr. Wir haben die Mietenkampagne, wir haben die Pflegekampagne, die ich sehr, sehr wichtig finde und auch unterstütze. Dann aber diese sozusagen Jobcenter, Hartz IV, Arbeitslosengeld II, Leistungsberechtigte, ist ja auf sozusagen auf die Kreisverbände heruntergebrochen worden. Da gab es dann, glaube ich, ein Plakat, das haben wir natürlich auch. Aber das ist zu kurz gedacht in meinen Augen. Nicht jeder Kreisverband hat genügend Leute, nicht jeder Kreisverband, und damit komme ich zur Forderung auch von Ingrid, Kohle muss her, hat die finanziellen Mittel dazu. Ja, nicht jeder Kreisverband kann wöchentlich, monatlich vorm Jobcenter stehen oder in der Fußgängerzone, auch Infostände kosten Geld. Oder hat die personellen Kapazitäten. Das heißt, gerade diese ländlichen Gegenden tun sich natürlich damit schwer und damit geht dieses Thema, auch das weitläufigere Thema, was alles damit zusammenhängt. Wir befinden uns ja immer im Kreislauf. Ja? Wir haben ja Armut durch Hartz IV. Daraus folgt, unter Sanktionsandrohung in den Niedriglohnsektor hineingepresst werden zu können, zu dürfen. Daraus folgt später die Altersarmut. Ja, und so dreht sich's immer weiter. Das kam hier ja auch, dass darüber natürlich viel, viel mehr aufgeklärt werden muss. Das stimmt, wir müssen immer diese Spirale ziehen. Habe ich Hartz IV, droht mir Altersarmut. Gehe ich in den Niedriglohnsektor, droht mir Altersarmut. Ja, ich bin immer ganz entgeistert und eigentlich auch gar nicht zufrieden, auch wenn ich es ihnen so ein bisschen gönne, die Grünen. Die Grünen, die kriegen immer so Stimmen jetzt in den Wahlumfragen. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, die machen doch gar nichts, aber was machen sie? Sie haben eine saumäßig gute PR nach außen. Ja, mit dem Habeck und der Baerbock. Dann gebe jetzt kein Werturteil, ja, aber immer lächeln vor der Kamera. Und wir Grünen, wir machen. Ja, und wir Grünen sind natürlich gegen die Sanktionen. Aber was war das für ein Kampf da letztes Jahr an diesem Bundesparteitag, außerordentlichen oder Sonderparteitag? Ja, wenn man die anderen Spitzenschirme, die mir Katrin Eckert-Göring da anguckt, die waren davon gar nicht begeistert. Ja, die haben solche Gesichter gezogen. Und es ging ja auch nur so knapp durch, keine Sanktionen mehr. Ja, und der Sven Lehmann ist da ziemlich alleine.
Genau, ja. Und deswegen sage ich, Sven Lehmann steht da ziemlich alleine, kämpft auch alleine. Ja, aber hallo, wir sind die Linken. Ja, das ist unser Thema. Ja, und das holen wir uns bitte wieder zurück. Und glaubt ja nicht dem Scheiß von der AfD. Die wollen alles, aber keine soziale Steigerung, sondern den sozialen Abbau. Und die haben eine eigene Vereinigung, da steht das genau drin, was sie wollen. Arbeitslosengeld privatisieren. Also wer zahlt, kriegt auch später Arbeitslosengeld. Hartz IV gibt es da gar nichts mehr, aber es gibt auch keine Alternativen. Ja, die Alternativen haben wir als Linke und ich glaube, das müssen wir viel, viel mehr verkaufen. Nach außen verkaufen, promoten. Ja, und natürlich, Ralf sagte, sie machen gute Anträge in Berlin, Anfragen. Super. Ja, nur, wo landen die? Warum wird das nicht bekannt? Natürlich, die Medien, die stürzen sich alle immer auf die AfD und was weiß ich, ja. Aber vielleicht muss man das einfach ein anderes PR-Konzept. Gut, dann genau der letzte Punkt dazu, das Programm für die Langzeitarbeitslosen, was Ingrid auch sagte mit diesen Jahren, 7 Jahre, soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt, was St. Hubertus ja nächstes Jahr umsetzen möchte für eben Menschen, die 6 Jahre arbeitslos sind. Ein Thema, was total untergeht. Ja, stattdessen wird das eher gelobt, ja, Eingliederung, Eingliederung, aber hallo, ich arbeite für 7 Jahre, werde finanziert durch den Staat, deswegen stellt mich das Unternehmen ein oder auch für 5 Jahre. Ja, und dann, ich zahle kein Groschen, kein Cent in die Arbeitslosengeld-Einzelversicherung. Ja, das heißt, ich stehe spätestens dann wieder im Jobcenter. Ja, ein Riesenproblem, eine Riesensauerei. Ja, ich habe mit Berlin darüber gesprochen. Ich glaube, die haben das gar nicht gecheckt. Ja, und das müssen wir immer wieder publik machen. Und wenn es die Politik nicht macht, dann müssen wir das machen. Ja, ich habe darüber, glaube ich, schon ein paar Mal geschrieben, auch in Artikeln. Ihr müsst das machen. Ja, vielleicht wird mal jemand, kennt ihr jemanden, der davon betroffen ist? Ja, einfach mal ein Erfahrungsbericht. Da reicht schon ein Leserbrief an die Zeitung. Wird gelesen. Unterschätzt das nicht. Ja, danke schön. Ich habe ja versucht sozusagen, wenn ich sozusagen darauf eingegangen bin, das zu erklären oder sozusagen ein anderes Bild zu zeichnen. Und bei allem Respekt, Inge, aber ich glaube, das, was du sozusagen forderst und was ich ja auch sympathisch finde, das ist das, was sozusagen in den letzten Jahren passiert ist, letzten 10, 15 Jahren passiert und es hat sich nichts geändert. So, und dann können wir jetzt nicht, also können wir auch trotzdem machen, aber sozusagen, es bringt ja nichts. Wenn wir uns wieder hinstellen und sagen, wir müssen es noch intensiver machen, aber obwohl wir wissen sozusagen, dass das nichts bringen wird, dann sozusagen ist das so ein bisschen sinnlos sozusagen. Ab einem bestimmten Punkt, wenn man feststellt, dass seine Maßnahmen keine Erfolge zeitigen oder jedenfalls das nicht sich einrichtet, was man gerne sich wünscht, muss man sozusagen darüber nachdenken, was zu tun ist. Und ich glaube, obwohl es, Corinna, es ist nicht spektakulär, was wir da machen, das ist richtig sozusagen und ich weiß, ich bin aber wirklich jemand, der sozusagen auch aus Erfahrung und nicht, weil er es nicht mag, irgendwie weiß, dass große Events, große Pulle sozusagen, große Kampagnen schlussendlich auch gemacht wurden in den letzten Jahren und sie haben auch nichts geändert. Schlussendlich, man sagt ja nicht, man soll das gar nicht mehr machen, aber wenn auch das nicht funktioniert hat, sozusagen muss man gucken, wie man und warum sozusagen bestimmte Dinge nicht passiert sind, da muss man sozusagen dagegen steuern. Und genau das habe ich versucht sozusagen mit der Basisorganisierung sozusagen zu erklären, dass wenn man heute anfängt, Kampagnen und große Demonstrationen zu organisieren, dann kommen die sowieso schon wissen, die betroffen sind sowieso nicht und die anderen auch nicht sozusagen. Und von daher können wir uns dann treffen und sagen, ja, wir haben jetzt was gemacht, trotzdem ist es nicht so und die bürgerliche Presse sozusagen ignoriert uns. Natürlich ignoriert uns die, weil die natürlich sozusagen dafür auch irgendwie da sind irgendwo. Natürlich machen sie das. Also das, sich da dann hinter zu verstecken und zu sagen, naja, weil die so böse zu uns sozusagen, wird es nicht funktionieren. Naja, wir müssen sozusagen andere Kanäle zu den Leuten finden, damit die sozusagen soziale Veränderungen auch im Hartz IV sozusagen sinnvoll finden und das auch im Alltag sozusagen, dass es irgendwie bei ihnen ist. Und es reicht nicht, ein Plakat hinzuhängen sozusagen und so weiter und so fort sozusagen, sondern das muss Teil ihres Alltags sein, werden,
dass schlussendlich irgendwie Sie über Hartz IV und Armut politisch, wie, auf welchem Rahmen auch immer, politisch reflektieren. Und das habe ich auch versucht vorhin zu sagen, das hat eine Arbeiterbewegung vor 70, 80 Jahren hinbekommen. Das genau, da war sozusagen, diese politische Frage war von der Wiege bis zur Bahre präsent bei denen und bei den einfachen sozusagen Mitgliedern. Das ist nochmal mein Plädoyer dafür. Das hier mit der Arbeit, das Problem ist nur, dass sich der Mensch im Stoffwechsel mit der Natur befindet und dass er sozusagen Dinge tun muss, was man meistens Arbeit nennt, um sozusagen zu existieren, und das nimmt uns keiner ab, also das müssen wir noch machen. Von daher ist Arbeit irgendwie, sie wird durch Automatisierung reduziert, aber sie ist immer noch da, und von daher können wir uns da nicht so richtig von befreien. Also Arbeit, so, es geht nur um die kapitalistische Lohnarbeit in dem Fall, und da hast du natürlich recht, aber da glaube ich sozusagen sind das andere Diskussionen. Ich war vor einem Workshop sozusagen zur Wirtschaftsdemokratie und so weiter und so fort und vielleicht dann sozialistischer Ökonomie. Das ist ein ganz anderes, viel, viel größeres Thema. Also das noch dazu. Mein Plädoyer. Mein Plädoyer war ja sozusagen, kurz hatte ich das gesagt, dass in die Partei hinein man den Basisorganisationen, wenn sie denn Interesse haben, natürlich sagen könnten, also sozusagen, wenn ihr mehr machen wollt als Wahlkampf und Plakate kleben, sozusagen mehr eingreifen, dann versucht es doch mal sozusagen über so eine Basisorganisation. Ihr habt ein Büro vor Ort sozusagen, wir sind auch keine Juristen, wir sind auch ganz normale Menschen, die sich das angenommen haben. Man kann Sozialberatung in Hartz IV machen, ohne. Also man muss, wenn man betroffen ist, dann weiß man sowieso, also so, und Schulung zu organisieren ist alles kein Problem. Wie bitte? Ja, aber sozusagen, es geht ja nicht nur um sozusagen diese Beratung, diese Hilfe, es geht ja darum sozusagen auf, diese sozusagen dazu, darüber zu dokumentieren, dass sozusagen, was euch betrifft, ist uns wichtig, sozusagen, und dann aber sozusagen die Leute nicht mehr nach Hause gehen lassen, sondern ein politisches Angebot zu machen. Das ist ja mein Plädoyer. Und ich glaube sozusagen, diese Variante ist jetzt in den letzten Jahren meines Wissens, ich würde mich korrigieren lassen, sozusagen nicht unbedingt flächendeckend in diesem Land praktiziert worden. Also könnte man ja versuchen. So, wir arbeiten bei BASTA auch natürlich sozusagen, also ich versuche hier eine bestimmte Sache stark zu machen. Das heißt nicht sozusagen, dass Aktionen, die wir mit BASTA auch zusammen irgendwie mit Zwangsräumung verhindern etc. gemacht haben, natürlich macht man die vor Ort sozusagen, da sucht man sich natürlich die Bündnisquellen, man kennt sich im Stadtteil, weiß, auf wen man zurückgreifen kann, wenn man was machen will, dann sozusagen spricht man natürlich an, aber es sozusagen, das ist ja das Problem, es geht nicht darum sozusagen etwas zu tun und dann einfach bloß wieder die anzusprechen, die es sowieso wissen, sondern sozusagen mit denen, die betroffen sind, es zu organisieren und dann die anderen anzusprechen, sozusagen, damit man diese Basis verbreitert. So, zum BGE muss ich dann doch noch was sagen, weil das sozusagen hier so prominent, also ganz kurz. Also bei BASTA war das BGE umstritten. Ich finde das nicht gut, aus Gründen, die ich sozusagen auch hier sagen könnte, aber es würde ja zu lange dauern. Das Einzige, was mir dann bei der Vorbereitung auch bei der Veranstaltung eingefallen ist, dass zum Beispiel Hartz IV ohne Sanktionen und höheren Regelsätzen eigentlich auch eine sozusagen sowas, also eigentlich irgendwie das halbwegs sogar erfüllt, was ein BGE möchte, irgendwie, man aber konkrete Angriffspunkte in den sozusagen Strukturen, die man jetzt vorfindet, hat. Also Sanktionen müssten abgeschafft werden und die Regelsätze, das, was sowieso schon irgendwie immer sowieso eine Diskussion ist. Und dann hast du einen, wenn sie nicht auf die Nerven gehen, sozusagen Auskommen ohne Sanktionen, das ein bisschen höher ist. Das wäre doch schon mal ein Watt. Micha, ich möchte eine kurze Ergänzung zu dir machen, dir ein bisschen Mut machen. So. Ja, nee, du hast gesagt, wir machen seit Jahren und nichts bewegt sich. Unterschätze nicht, also es gab eine Zeit, da war der Paritätische für Sanktionen. Das ist noch nicht so lange, dass der Paritätische sich gegen Sanktionen ausspricht. Die Diakonie ebenfalls. Ja, und das ist schon die Arbeit durch die Linke gewesen, das Bearbeiten dieser Sozialverbände, das Dranbleiben. Ja, und das dürfen wir nicht unterschätzen, dieses immer dranbleiben. Das geht auch schon in die Gesellschaft rein. Ja, und manchmal denke ich auch, es bringt alles nichts, es wird immer noch schärfer.
Aber auf der anderen Seite sehe ich dann doch immer wieder mal, oder bei den Grünen jetzt plötzlich, ne, dass sie ihre soziale Ader da entdecken. Ich glaube, das hat schon was damit zu tun, dass die Linke wirklich immer wieder drangeblieben ist. Ja? Ebenso wie die Verbände, wie die Sozialerwerbslosen, die Inis und die Aktivisten. Ja? Und die Summe, die macht es. Ja? Also ich bleibe jetzt mal noch dran, so bis ich dann in die Rente gehe. Nein, aber ja, das wollte ich einfach nur noch. Vielen Dank, das ist jetzt schon fast ein Schlusswort von dir gewesen für die ganze, nee, nicht deine Rente, sondern das Dranbleiben, der Aufruf zum Dranbleiben und auch nochmal den Blick drauf zu werfen, wo es sehr wohl gelungen ist, bestimmte Verschiebungen zu erreichen. Ich glaube, das ist wichtig. Ich nehme jetzt nochmal mit, wirklich das starke, ernsthafte Plädoyer für die Selbstorganisierung, die Basisorganisierung und auch den Aufruf an die Linke und an andere größere Organisationen, das sozusagen zu unterstützen, sei es verbal, sei es manchmal auch materiell da, wo es geht, also was auch immer geht. Ich glaube auch, das ist ja nicht nur ein Kennzeichen von erwerbslosen Protesten, sondern das betrifft ja alles, dass man immer eine starke Selbstorganisierung in all den Fällen, auch nicht umsonst ist das Konzept oder sind soziale Bewegungen als Konzept Bewegungsform entstanden und nicht nur alle Organisationen. Das nehme ich mit und gebe das sozusagen weiter, so wie ich das kann. Ich glaube, bestimmte Debatten, das ist auch klar geworden, müssen weiter geführt werden. Das ist natürlich in der Linken, aber nicht nur in der Linken, um das BGE, bedingungslose Grundeinkommen, um Care-Arbeit, aber auch um so eine, der Linken wurde ja eine Zeit lang sehr stark diskutiert, diese Perspektive 4-in-1, also über nicht Teilzeit, sondern die verschiedenen Teile von Arbeit, die wir den ganzen Tag machen, das sozusagen anders zu denken, ins Verhältnis zu sein, daraus gesellschaftliche Kraft auch zu schöpfen und Alternativen. Und ich möchte mich trotzdem, auch wenn das hier jetzt nicht so eine große Rolle gespielt hat, doch auch nochmal dafür aussprechen, das spricht jetzt auch nochmal für deinen, oder bin nochmal ein bisschen unterstützt durch deinen Punkt der Verschiebung, durch die man durch kontinuierliches Dranbleiben, Aufzeigen und so gekriegt hat. Der 13.10., der unter dem Motto Unteilbarkeit von Menschen und Grundrechten startet, der ganz dezidiert sagt, wir lassen nicht Rassismus und Sozialstaat gegeneinander ausspielen, der sehr stark sagt, wir brauchen sozusagen auch, wir lassen auch nicht einfach eine Gesellschaft, wir wollen keine Gesellschaft, in der ein Rechtsruck dazu führt, dass was gesagt wird, getan wird, was vor 10, 20, 30 Jahren undenkbar war. Und mir wäre wirklich daran gelegen, das wäre jetzt mein Schlusswort sozusagen, neben all dem anderen, dass die sozialen Rechte, der Kampf um die sozialen Rechte, der Kampf der erwerbslosen Proteste, der Kampf der armen Leute, der Kampf der Leute um bezahlbaren Wohnraum, um gute Städte, in denen wir leben wollen, um all das, dass das eine richtige, sichtbare Präsenz auf dieser Demo kriegt, weil wir wissen alle im Moment, das, und das ist ja auch richtig, spätestens nach Chemnitz, was sozusagen gerade diskutiert wird, es muss auch diskutiert werden, das ist absolut richtig, wenn sozusagen darüber geredet wird, also ob Hetzjagden oder nicht, oder wer alles absaufen kann oder nicht im Mittelmeer, absolut richtig, aber ich finde die Frage der sozialen Rechte für alle, die Frage der Solidarität statt Ausgrenzung, ist eben auch aus der Perspektive der sozialen Rechte, der erwerbslosen Proteste stark zu machen, sichtbar zu machen und einzubringen. Und das wäre sozusagen das Plädoyer an uns, uns in dieser Hinsicht, sozusagen bei der Demo, aber es gibt ja auch noch andere Demos, sozusagen darin stark zu machen. Ich danke euch für eure lange Aufmerksamkeit und euch beiden für die sehr spannenden Inputs und Diskussionen hier auch auf dem Podium sozusagen. Ich kann jetzt gar nicht sagen, was als nächstes ansteht. Ich habe gar nicht das Programm präsent und wie es hier mit dem Abendessen geregelt ist. Genau, ich wünsche euch eine wunderbare Pause und noch zwei tolle Abende hier, tolle Tage bei der linken Woche bzw. bei übermorgen.